Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Digi-Dienstag mit Digimon Survive. Ja, was ist beim letzten Mal passiert? Wir haben einiges über Shuji erfahren. Scheinbar ist er das schwarze Schaf in seiner Familie mit einem sehr, sehr ehrgeizigen Vater und einem erfolgreichen Bruder, großen Bruder, wohlbemerkt, der aber ihn in Schutz nimmt. Wenn ich mich richtig erinnere, gefällt das weder Shuji noch dem Vater. Und Shuji, zumindest in seiner Erinnerung, wurde er verstoßen. So wie ich mich dran erinnere. Und wir haben damit den Grund gefunden, warum Shuji Lopmon so schlecht behandelt. Weil er ein Stück von sich in Lopmon sieht. Lopmon ist in seinen Augen schwach und zu nichts zu gebrauchen. Und das lässt Shuji leider sehr, sehr arschig gegenüber Lopmon sein, indem er ihn immer beschimpft und halt alles, was Lopmon versucht gut zu machen, wird von Shuji niedergemacht. Bis jetzt. Zuletzt hatte Shuji mit einem merkwürdigen Elan Lopmon versucht zu trainieren, auch wenn scheinbar Digimon auf die Art und Weise nicht stärker werden. Was er eigentlich, wenn er seine Freunde oder seine Mit-Digi-Ritter hätte beobachtet, erkennen müssen. Aber dem nicht genug. Das wäre eine ziemlich langweilige Folge gewesen. Sondern wir haben uns dann, beziehungsweise die Kinder haben sich mit ihren Digimon auf den Weg zum Staudamm gemacht, wo sie mit dem Schlüssel, den sie von Gigimon bekommen haben, einen Tunnel betreten wollten, der sie von der Insel wegführt. Und auf dem Weg dorthin gab es sehr, sehr viel Stress. Ich will keine Namen nennen, ich möchte auch niemandem Schuld zuweisen, aber zum Großteil war Shuji schuld an diesem Stress. Weil Shuji einfach alle angekackt hat, mit egal, was sie getan haben, sie wurden angekackt von Shuji. Selbst wenn sie genau das gemacht haben, was er gesagt hat. Bestes Beispiel, jeder sollte Bescheid sagen, wenn er irgendwas Verdächtiges sieht. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Megumi will ich immer sagen. Auf jeden Fall, der junge Mann in der Mitte, dessen Kopf vielleicht vom Digimon-Symbol verdeckt wird, hatte was Verdächtiges gesehen, wollte sich das näher angucken und wurde von Shuji zur Sau gemacht. Ein weiterer Aggressator war dummerweise Kaito, der blonde junge Mann über mir, nee, da, über mir. Weil er natürlich voll mal drauf eingestiegen ist, dass Shuji ihn provoziert hat. Was sich anbahnen wird, dadurch, dass Shuji immer weiter den Griff zur Realität verloren hat, weiß ich nicht, ob Shuji den heutigen Tag überleben wird. Das wird sich noch zeigen. Das Problem ist, es wird sich zeigen, ob überhaupt jemand diesen Tag überleben wird von den Kindern. Weil, als wir den Tunnel betraten, beziehungsweise als die Kinder den Tunnel betraten, kam plötzlich ein geheimnisvoller Nebel. Und alle wurden ohnmächtig. Und als Takuma, der Anführer, der eigentliche Anführer und Spielercharakter dieser Truppe, aufwachte, waren alle weg. Alle. Sogar Agumon. Und genau da machen wir jetzt weiter. Wir legen los. Und genug geschnackt, genug Rückblende gemacht. Let's go! Und wir reden heute wahrscheinlich noch über den Endman-Trailer. Aber jetzt geht's erstmal los. Wo sind denn alle hin? Agumon? Sie sind alle weg. Selbst Arukenimon. Wenn sogar Agumon verschwunden ist, muss irgendwas ziemlich Schräges passiert sein. Ach ja, stimmt. Arukenimon ist allen aufgelauert. Das hatte ich ganz vergessen.
beziehungsweise zu erwähnen. Ich gehe erstmal weiter. So, ich habe jetzt die Befürchtung, dass es sehr gut sein kann, dass ich Tatsache Leute einfach übersehen kann. Was ist das? Pflaster. Pflaster in der Kanalisation. Ich kann mir nichts Besseres zur Wundversorgung vorstellen. Okay. Wir haben die Optionen geradeaus gehen oder nach rechts. Das wird spannend. Gucken wir mal. Also ich glaube, in dem Fall würde ich Tatsache immer in die Seitengänge gucken. Deswegen gucken wir einfach mal nach. Agumon! Oh, da bist du ja, Takuma. Agumon. Oh, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Takuma? Was ist? Was hältst du von Lopmon? Lopmon? Ehrlich gesagt, tut er mir leid. Warum fragst du? Wenn ich Lopmon so sehe, frage ich mich, ob es keine Bindung zwischen uns Menschen gibt. Uns Menschen? Agumon, siehst du dich als Mensch? Was meinst du, Agumon? Sieh nur, wie gemein er behandelt wird. Lopmon fällt praktisch in sich zusammen. Und du tust so, als wäre nichts passiert. Das macht dich genauso schlimm, Takuma. Wenn unsere Verbindung zum Menschen getrennt wird, geschieht etwas Schreckliches mit uns. Wir werden wie diese Viecher. Nein, sogar noch schlimmer. Oh oh. Er ist verschwunden. Verstehe. Das war nicht der echte Agumon. Agumon. Ob er das auch so sieht? Niemals. Agumon würde nie auf unsere Verbindung, nichts auf unsere Verbindung kommen lassen. Ich lasse mich nicht mehr täuschen. Ich finde den echten Agumon. Koste es, was es wolle. Okay. Wir forschen mal weiter mit der Kamera. Finde ich hier vielleicht noch irgendwas? Da ist Tatsache was. Was ist das? Oh, noch weitere Kanalisationspflaster. Sehr schön. So. Dann gucken wir uns erstmal das Aquädukt an. Ich habe mir unter dem Aquädukt was anderes vorgestellt. Sieht nicht gefährlich aus. Und die Wasserhöhe ist ungefähr gleich. Aber es könnte Feinde außer Sichtweite lauern. Wir sollten gut aufpassen. So. Auf einem Dr. Who-Poster, was jahrelang an meiner Wohnzimmerwand hing, stand Always turn left. Und in jedem Labyrinth versuche ich mich, beziehungsweise wenn die Wahl steht zwischen links und rechts, versuche ich mich daran zu halten. Kein Scheiß. Das ist mein absoluter Ernst. Und deswegen gehen wir jetzt nach links. Agumon, bist du es wirklich? Oder bist du ja, Takuma? Ja. Mann, was soll das denn, Agumon? Das kann nicht sein. Agumon will mich angreifen? Ja, ich kann ein Menschenkind fressen. Hast du Angst, Takuma? Panik, Verzweiflung. Seltsam, das ist nicht der Agumon, den ich kenne. Ich glaube an unsere Bindung. Ich werde nicht in Panik verfallen. Außerdem bist du gar nicht Agumon. Verdammt! Er ist verschwunden. War das eine von Arukenimons Fallen? Mann, was für ein schmutziger Trick. Das werde ich nicht zulassen. Auf gar keinen Fall. Okay. Finden wir noch ein weiteres Kanalisationspflaster? Okay, die Frage ist, kann ich hier falsch laufen oder habe ich Glück und ich muss einfach nur ganz oft Agumon hinterherlaufen? Was ist das? Jetzt haben wir nicht nur Kanalisationspflaster für die Wunden, sondern wenn der kleine Hunger kommt, haben wir jetzt auch Kanalisationsfleisch. Lecker, lecker, lecker.
So, aber hey, was ist eine Kanalisation anderes als eine Suppe? So, geradeaus gehen. Oder dahin. Ich glaube, wir gehen da lang. Ich glaube, hier ist irgendwas. Soll ich mich mit der Kamera umsehen? Ich dachte, ich hatte alles geguckt. Was ist das? Ah, da ist das Kanalisationspflaster. Sehr schön. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass wir so viel Heilung kriegen. Aber okay. Gehen wir geradeaus, weil mehr Chancen habe ich nicht. Oh, da bist du ja, Takuma. Agumon. Oh, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ja, ich bin auch froh. Jetzt kann ich dafür sorgen, dass du als Opfer endest. Ja, wahrscheinlich. Moment mal, was? Agumon, hast du gerade Opfer gesagt? Natürlich. Menschenkinder zu opfern ist doch ganz normal, oder nicht? Das ist unausweichlich. Also bitte, Takuma. Es bringt nichts, dich zu wehren. Ah, du bist nicht echt, oder? Oh, er ist verschwunden. Oh Mann, diese Art von Angriff ist am schlimmsten. So. Huch, gar keine Pflaster. Verdächtig. Oh oh. Das ist nicht gut, oder? Kommen wir in eine neue Ladezone. Das ist überhaupt nicht gut. Komm, dieses... Oh oh. Diese Ladebildschirme kommen eigentlich mal vorm Kampf. Oh oh. Ich habe keine Verbündeten. Oh oh. Endet das Spiel eigentlich, wenn ich sterbe? Ich weiß gar nicht. Habe ich schon meinen Kampf verloren? Oh oh. Oh nein! Das sind lauter Agumon. Oder bist du ja, Takuma? Hier entlang, hier entlang. Moment mal, was? Es gibt Agumon zweimal? Das ist der falsche Takuma. Verpassen wir ihm eine Tracht Prügel. Was? Nein, ich bin nicht der Falsche. Dann beweise es. Beweisen? Aber wie denn? Siehst du? Na los, Takuma, machen wir ihn fertig. Ehrlich gesagt, glaube ich, der nicht weiß, wie er es beweisen soll, ist es. Sie reden und verhalten sich anders, aber vor allem sieht der Agumon auf der linken Seite irgendwie dunkler aus. Also doch, ich habe überlegt, ob es einfach nur ein Schatten ist. Weil der linke hat sich... Also, ich finde es tatsächlich irgendwie schade, dass ich es damit klar machen, aber der linke hat sich irgendwie verdächtig verhalten. Der linke war zu gewitzt, beziehungsweise zu raffiniert für Agumon. Agumon ist halt ein kleines Naivchen. Dementsprechend würde ich sagen, der auf der linken Seite ist der falsche. Ja. Nein! Ey! Das habe ich falsch verstanden. Och, fuck. Ich habe es falsch gemacht. Das wollte ich nicht. Ich dachte, ich muss den Falschen auswählen. Oh nein. Oh, es tut mir richtig weh jetzt. Das ist der echte Agumon. Sag nicht sowas, Takuma. Ja. Oh, es tut mir halt wirklich leid. Ich hab die Frage oben nicht gelesen. Ich dachte, ich muss den Falschen ausfindig machen. Hey, du bist mir auf den Leim gegangen.
Was? Was? Das ist wieder dieses Gas. Ja. Oh nein, jetzt muss ich es nochmal machen. Oh, wie scheiße. Oh, das ist dumm. Also nicht vom Spiel, sondern von mir. Hier sind wir losgegangen. Wir sind im Kreis gelaufen. Das heißt, ich habe unterwegs was durcheinander gebracht. Verdammt. Ich werfe noch nicht das Handtuch. Ich finde den richtigen Weg, ganz bestimmt. Okay, ich tippe einfach mal den. Vielleicht habe ich wirklich Glück gehabt und das war der richtige Weg. Deswegen gehen wir jetzt wieder nach rechts. Oh. Oh, das ist. Ich hoffe, Agumon hat sich das nicht gemerkt. Ich hoffe, es hat keine Konsequenzen, außer dass ich nochmal von vorne losgehen muss. Dann gehen wir nach links. Oh, nee, das. Oh, Agumon, das tut mir leid. Ich hätte die Frage richtig lesen sollen. Ich habe dich natürlich erkannt. Scheiße. Dann geradeaus. Auch wenn das für mich rechts ist und nicht geradeaus, aber okay. Aber jetzt nochmal geradeaus. Nee, hat keine Auswirkungen. Alles gut. Gott sei Dank und guten Abend, Vivi. Das beruhigt mich. Ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen, dass mein dummes Leseverhalten dazu führt, dass Agumon jetzt irgendwie traurig ist oder sowas. Ich meine, auf der anderen Seite würde ich es halt auch gut finden, wenn das Spiel tatsächlich, wenn es Konsequenzen hat, wenn ich falsche Entscheidungen treffe. Weil, ich meine, der ganze Sinn und Zweck dieser Illusion ist es ja, dass die Verbindung zwischen Agumon und mir zu schwächen. Oh, du bist Sakuma. Hier entlang. Moment mal, was? Es gibt Agumon zweimal? Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Das ist der falsche Sakuma. Verpassen wir ihm eine Tracht Prügel. Was? Nein, ich bin nicht der Falsche. Dann beweis es. Beweisen? Aber wie denn? Siehst du? Na los, Sakuma, machen wir ihn fertig. Sie reden und verhalten sich anders, aber vor allem sieht der Agumon auf der linken Seite irgendwie dunkel aus. Und ich glaube, das hat mich durcheinander gebracht, weil er ja den linken so hervorhebt als den falschen. So habe ich halt gedacht, ich muss den falschen herausfinden. Das war mein Fehler. Aber ich sehe, warum ich ihn gemacht habe. Welches ist also der echte Agumon? Und das habe ich nicht gelesen. Das ist natürlich der rechte. Diese treu doofen Augen würde ich überall erkennen. Das ist der echte Agumon. Ja, du hast recht, Akuma. Es war Seedramon. In dem Fall verprügle ich dich einfach. So siehst du also wirklich aus. Los, Agumon. Ja. Seedramon. Typus Datei. Level Champion. Meeresdigimon. Oh, ich kann auch welche auswählen. Wen will ich mitnehmen? Ich glaube, ich nehme Birdramon mit. Um quasi zu dieser Kugel zu kommen. Gibt es noch andere Kugeln? Oh. Oh, oh. Togemon und Tentomon. Ich bin so enttäuscht von euch. Sonst noch was? Hier, okay, hier ist Betamon. Hier ist noch eine Kiste. Okay. Gut, dann setzen wir dich... Du wirst erst dahin gehen. Egal, wir setzen dich mal hier hin. So, wer könnte noch fliegen? Ich glaube, keiner kann sonst fliegen, ne? Wen hatte ich noch für schnell? Moment, Moment. Kann ich irgendwie die Werte? Was habt ihr für Laufwerte? Bewegungsdistanz 3.
Birdramon hat 4. Er hat noch 4. Hast du 4? Du hast sogar nur 2. Was hat Agumon eigentlich? Agumon hat 3. Es geht also langsamer als Agumon. Gut zu wissen. Okay, dann nehmen wir noch Meramon mit, weil Meramon... Obwohl, was macht... Ne, okay. Ach, halt, stopp, ich habe mich verguckt. Geschwindigkeit ist es wahrscheinlich, ne? Obwohl, das macht keinen Sinn. Okay, 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 okay. Wir nehmen einfach Meramon mit. Aber das Gefühl, das könnte funktionieren. Tauschen wir Meramon. Und Birdramon schicken wir nämlich dann... Kampf beginnen? Jetzt schon? Ja, okay. 3 Feuer-Digimon ist vielleicht nicht so cool. Seedramon besiegt. Vor allem, mir fällt auf, Seedramon war doch auch auf der Wandmalerei in diesem Schrein, in der Höhle, wenn ich mich richtig erinnere. Ich wünschte, ich könnte mir das nochmal angucken, weil ich glaube nämlich, dass alle unsere Feinde auf dieser Wandmalerei sind. So, du bewegst dich erstmal hier hin und tötest Betamon. Angreifen. Meteorenflügel! Zu beenden. So, du bewegst dich dahin. Und du beendest den Zug. Achso, da fällt mir gerade ein Moment. Reden. Kann ich mit irgendeinem der Feinde reden? Nein, okay. Hätte ja sein können. Wir bewegen uns. Und wir digitieren gleich. Agumon digitiert sofort. Weil Seedramon ist sehr, sehr nah. Agumon digitiert zu Greymon. Machen wir gleich mal die. Ach so, es ist die Geisterheilung. Ich dachte, es ist auch ein Item. Okay, nee, nee, nee. Okay, okay. Reden. Obwohl, jetzt hebe ich mir vielleicht noch auf, bis Seedramon den Erstkontakt herstellt. Seedramon. Oh, mir fällt gerade was auf. Seedramon hat natürlich einen Vorteil vom Typus der Tai. Tai ist stark gegenüber. Serum. Und ich. Tippe mal, Wasser ist vielleicht auch immer noch effektiv gegen Feuer. Oh oh, Seedramon sammelt Mana. Okay, Seedramon. Warum ist Greymon jetzt so schnell? Angreifen. Du hast nicht die richtige Position, Tatsache. Ich glaube, ich spare mir noch mal kurz das Mana auf. Was verstärkst du noch mal? Erhöht alle Werte. Ja, okay. Dann kassiere ich nämlich den Treffer von Seedramon jetzt erstmal. Gib alles, was du hast, Greymon. Aber sicher, Takuma. Und... So. Obwohl, ich will ihn, glaube ich, neben mir haben. Ich will ihn nicht an der Heilkugel haben. Dementsprechend stelle ich mich mal so hin, dass er mich eher von der Seite angreift. Ich habe das Gefühl, ich überdenke das schon wieder zu sehr. So, ich lasse dich einfach mal hier links liegen. Und bewege mich weiter zur Kiste. Oh Gott, Togemon könnte natürlich auch ein Problem werden. Gebe ich zu. Kann ich hier irgendwie schon runter? Nee, noch nicht. Zug beenden. Oh oh. Ich merke ein Problem in meinem Plan.
nicht bewegt. Okay, okay. Ich kann ihn nicht direkt angreifen. Das ist faszinierend. Egal. Mega Flamme. Super nicht. Vor Togemon habe ich. Ah, scheiße, Togemon hat ja auch den Typus-Vorteil. Ich wollte gerade sagen, vor Togemon habe ich keine Angst. Egal, wir müssen erstmal die. Ich sammle erstmal die Items ein, auch wenn es dumm ist. Ich befürchte, es ist dumm. Meteorenflügel. Windkralle. Zugbänden. Ich glaube, ich bleibe auf dem Pfad, weil dann kann ich nämlich von der anderen Seite angreifen. So, Meramon, du bewegst dich hier runter. Okay, das bringt mir nichts. Und du machst Pause. So, ich nutze mal die Chance, um über den Endman-Trailer zu sprechen, der sehr, sehr gut aussieht. Mehr will ich, glaube auch gar nicht sagen. Endman-Trailer sieht sehr, sehr gut aus. Ich empfehle ihn zu gucken. Ich weiß noch nicht, ob es eine deutsche Version gibt. Ich habe ihn gestern Abend auf Englisch geguckt. Geh mal dahin. Und da hat er auf jeden Fall einen guten Eindruck gemacht. Ich tippe mal, es ist der letzte Film mit Ant-Man. Und der Film, was ja vorher schon bekannt war, wird Kang den Conqueror als neuen Thanos etablieren, indem er ordentlich auf die Kacke haut und halt Ant-Man tötet, tippe ich mal. Und, der nächste Ant-Man-Film wird meiner Meinung nach ganz klar den die Young Avengers ins Leben rufen, weil dann hätten wir Stand jetzt 3 sichere Mitglieder schon mal im MCU etabliert. Potenziell haben wir sogar von der Originalbesetzung alle 6 gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, wer das alles ist, falls das potenzielle Spoiler sind. Weil ich glaube, 2 sind klar, wenn man nur so die letzten Sachen sagt. Und Gegenstände, kann ich von hier aus Argumon halten? Ich habe so viele Dingspflaster. Kanalisationspflaster, nein, okay. Zug beenden, dann muss ich einfach hochpokern. Meramon ist hoffentlich vor mir dran. Bingo. Oh, nee, es ist Tentomon. Da ist Meramon. Meramon kommt nicht nah genug. Verdammt. Okay. Angreifen. Macht Meramon vielleicht auch Spritzschaden? Nein, natürlich nicht. Ansonsten habe ich gestern dann auch endlich She-Hulk zu Ende geguckt. Die Serie hat mir sehr gut gefallen. War mal was anderes für Marvel. Auch wenn mir die Folgen teilweise sehr, sehr kurz vorkamen. Ich glaube, das ist bei dem Format vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Oh Mann, bitte überleb. Bitte überleb. Wenn ich jetzt den Kampf und verzichte auf die Kiste. Weil ich glaube, ich bin nicht schneller. Ich muss auf die Kiste verzichten, sonst stirbt Argumon. Ich meine Greymon. Ich muss es riskieren. Aber das Ende war speziell. Insgesamt finde ich, haben sie es gerade noch so die Grenze gehalten, aber insgesamt muss ich sagen, war es es hat mir gefallen, aber es war knapp an der Grenze. So, genug Marvel Talk. Zurück zu Digimon. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich noch über Marvel erzählen will und kann. So. Eine große Heldenfrucht. Sehr schön. Ansonsten, heute wurde ein neues Pokémon vorgestellt. Dessen Fähigkeit sehr, sehr enttäuschend ist. Mann. Irgendwie haben wir gewonnen, aber sich als du auszugeben, Argumon. Was für eine gemeine Falle. Alles okay, Takuma? Brauchst du eine Pause? Nein, mir geht's gut. Wirklich. Wir müssen die anderen suchen. Hey, Takuma?
Was denn? Ich bin immer bei dir, okay? Du musst also keine Angst haben. Ja, danke, Agumon. Ich glaube an dich, Agumon. Wir lassen uns von so einer Illusion nicht täuschen. Nicht noch einmal. Takuma! Da vorne kommt, ist jemand. Ich kann es spüren. Da ist es immer noch neblig. Aber kein Problem. Gehen wir. Genau, rennen wir einfach mal stur in den sinnebenebelnden Nebel. Sinnebenebelnden Nebel, das ist auch ein schöner Satz. Oh, das ist doch Garumon. Was war das, ein fieser Angriff? Überall sonst wären meine geliebten Kinder jetzt schon tot. Aber ich kann in diesem mir vertrauten Wasserlabyrinth so viele Fallen stellen, wie es mir beliebt. Und die Ergebnisse sind unbestreitbar. Ist es nicht an der Zeit, sie zu opfern? Wenn es nur diese Menschenkinder sind? Nee, es ist doch nicht Garumon. Warte. Du solltest die Verbündeten der Menschen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Begreifst du es nicht? Deshalb ziele ich auf ihren Verstand ab. Wirklich schade, dass wir ihnen keine guten Schergen entgegenschicken können. Aber ich habe da einen interessanten kleinen... Interessant? Inwiefern? Du wirst schon bald... Das wirst du bald herausfinden. Okay. Ist da drüben jemand? Ja, ich glaube schon. Fühlt sich nach Aoi an. Ach ja? Dann suchen wir sie als nächstes. Ja. Okay, gucken wir erstmal nochmal. Da ist doch was. Agumon, ganz vorsichtig, hinter dir ist was. Ich zoome ran. Was ist das? Große Heldenfrucht. Sieht halt aus wie eine Teufelsfrucht von One Piece. Oh, da ist noch was. Was ist das? Salbe erhalten. Kanalisationssalbe. Das ist die beste Salbe. Die hat schon Erfahrung mit Keimen. So, was wollte ich mal? Ach, stimmt. Ich wollte mir angucken. Vielleicht will ich mal Agumon hochpäppeln. Verbrauchsgegenstände. Energiesamen. Halt, unnormale Zustände. Nee. Fertigkeiten? Nee, nicht Fertigkeiten. Was haben wir hier? Erhöht die physischen Verteidigung des Ziels. Was macht die große Heldenfrucht eigentlich? Große Heldenfrucht. Erhöht den physischen Angriff des Ziels stark. Warum sollte sie... Sollte die das je essen? Haben wir was, was Spezialeffekt erhöht? Erhöht Erfahrungspunkte? Gut, das sind die Sonderbonbons. Trefferpunkte des Ziels heben wir uns auch mal für wen schwächer. Erhöht den Spezialangriff des Ziels. Sieht ziemlich selbstbewusst aus. Tatsache ja. Ich bin schon vom Anblick stärker. Ich will mal kurz gucken, was das für Auswirkungen hat. Trainingsgegenstände. Warum kann ich das nicht benutzen? Muss ich es bei den Digimon benutzen? Moment. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Trainingsgegenstände. Oh, hallo. Achso, das sind die Sonderbonbons, deswegen. Okay, große Heldenfrucht würde plus 10 physischen Angriff geben. Was haben wir denn noch? Prügelkarotte. Ich wollte die Prügelkarotte an Agumon geben. Ist das irgendwie limitiert, wie die Nahrungsmittelergänzungen bei Pokémon eigentlich? Was haben wir hier noch? Geschwindigkeit. Nope. Okay, ist nicht... ich störe mich ja immer an Agumons Geschwindigkeit. Ich glaube, ich will Agumon ein bisschen flinker machen. Geben wir Agumon mal das. So. Ich muss mal kurz gucken. Agumon. Genau.
Agumon ist hauptsächlich... hat halt, Entwicklung. Kann ich mir kurz Greymon angucken? Nee, cool. Aber die große Flamme, beziehungsweise die Mega-Flamme müsste ja auch, auch Spezialangriff sein. Ich erhöhe mir auf 201. Genau. Darauf will ich. Ich glaube, das ist ganz okay. Mana ist auch gut für Agumon, glaube ich. Beziehungsweise da sollte ich vielleicht erstmal gucken, wie sind die anderen aufgestellt. Weil es ist schon auch ein bisschen stärker. Ich meine, Falcomon, come on, der stirbt sowieso wieder. Soll ich meinem Healer mehr Mana geben? Die sind halt wirklich alle so viel schlechter als Agumon, krass. Außer einer Verteidigung. Agumon braucht vielleicht Verteidigung. Streicht das vielleicht? Agumon braucht Verteidigung. Selbst Lopmon hat bessere Verteidigung. Okay, Agumon, können wir irgendwas deine Verteidigung stärken? Na, physische Verteidigung würden wir hier mit dem Wildapfel steigern. Bringen wir das mal auf 102. Einfach, weil wir es können. Haben wir was für die Spezialverteidigung? Da. Edle Erznuss. Haben die auch noch Pilze? Achso, das war für die Gesundheit. Dann geben wir denen noch einfach diese zwei Nüsse. Und es mag komplette Verschwendung gewesen sein, aber egal. Agumon verdient das. Ich habe an Agumon gezweifelt, das habe ich jetzt wieder gut gemacht. So, suchen wir uns Aoi. Ja. Finden wir Aoi. Aoi, bist du es wirklich? Da ist die Takoma. Das ist Aoi. Aoi. Oh, Takoma, Agumon. Was ist los? Du siehst erschöpft aus. Ja, ein bisschen. Und wo ist Labramon? Aber das ist in Ordnung. Mir geht's gut. Sagt sie. Aber sieht doch ein Blinder, wie apathisch sie ist. Ist was passiert? Sie hatte dieselben Illusionen wie wir. Und sie hat dran geglaubt. Moment, ich muss jetzt gucken. Vielleicht können wir ihren Kanalisationspflaster finden. Nein. Okay, Aoi? Geht es dir wirklich gut, Aoi? Irgendwas muss doch vorgefallen sein. Die Sache ist die. Labramon hat ein paar schlimme Dinge zu mir gesagt. Labramon hat was gemacht? Und gerade dir? Ja. Ich war total geschockt. Aber Labramon hat immer weiter fieses Zeug geredet. Ich musste weglaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Labramon auch nur ein gemeines Wort zu ihr sagt. Ah, ich weiß. Das muss. Kann ich das bitte mal als Dialog zurückgehen? Ich werde dem Teufel nicht zurückgehen. Immer noch nichts gut. Ich muss nochmal mit ihr sprechen. Warum kann ich ihr nicht einfach sagen, das ist eine Illusion? Es fühlt sich an, als hätte man mir das Herz aus der Brust gerissen. Okay, sie sagt nichts Neues. Dann müssen wir... Tut mir leid, Aoi, ich lasse dich mal kurz stehen, ne? Wir sind gleich zurück mit Labramon. Oh, Labramon. Hey, Aoi! Du stehst Takoma doch ziemlich nah, oder? Du... würdest dich ihm bestimmt in die Arme werfen und weinen, weil ich so gemein war. Das ist so feige von dir. Labramon sagt Aoi furchtbare Sachen. Es sieht wie Labramon aus, aber die echte würde niemals sowas furchtbares sagen. Feige? Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Du bist immer so... Ich muss allen helfen. Ich muss mein Bestes geben. Du tust immer so, als wärst du die Gute. Schaffst aber eigentlich nichts. Aber
Ich... Das stimmt nicht, Aoi. Was? Aoi hat sich immer für alle eingesetzt. Zu sagen, dass sie nichts macht, ist eine Lüge. Vor allem Labramon erkennt das. Die Echte würde niemals sowas Furchtbares sagen. Oh, Labramon ist verschwunden. Ich wusste es. Genau wie bei mir und Agumon. Es kommt mir gerade vor wie die... Irgendwie kommt mir das gerade sehr vor wie die Folge mit TK und Devimon. Wo Devimon sehr erfolgreich erschreckenderweise es schafft, ein Keil zwischen TK und Patamon zu treiben. Ich muss echt mal wieder einen Rewatch machen von Digimon Adventure. Aoi? Okay. Mit Aoi sprechen macht gerade nicht viel Sinn. Geradeaus gehen? Ich glaube, ich bin gerade falsch abgebogen, habe ich das Gefühl. Ja. Okay. Geradeaus, zurück. Ich glaube, ich bin von... Ach so, da stand zurück. Das habe ich nicht gesehen. Ich muss mehr lesen. Es tut mir schrecklich leid. Oh, Labramon. Du bist wirklich zu nichts Nutze. Weißt du das? Aui! Hast Angst zu kämpfen. Kannst nichts. Hältst den Mund, wenn jemand anderer Meinung ist. Du warst... Besser niemanden eine Hilfe. Das ist nicht... Ich will nur nicht, dass jemand verletzt ist. Könntest du dein nutzloses Leben nicht wenigstens für die anderen opfern? Mein Leben geben? Zum Wohle aller? Reiß dich zusammen, Aoi. Labramon würde sowas nie zu dir sagen. Ah... Du bist Sakuma. Labramon vergöttert dich, das weißt du. Für sie bist du unersetzlich. Sie würde nie zulassen, dass du dein Leben für jemanden anderen opferst. Ha! Du bist ein großer Betrüger! Es ist verschwunden. Ich wusste, es war nicht die echte Labramon. Okay, verzweigter... ich glaube, hier ist irgendwas. Ich sollte mich mit der Kamera umsehen, okay. Die Feuerkristall, okay. Da ist noch was. Aoi, vorsichtig, hinter dir ist was. Ach, was ist das? Fühlt sich an wie eine Stimme oder das Bewusstsein von jemand anderem in meinem Kopf. Geschichte des Wandbildes 3 lesen. Habe ich da inzwischen eigentlich was vergessen? Wahrscheinlich. Lesen wir es. Kapitel 3. Ich war irgendwie in einer anderen Welt gelandet. Dieser Ort war voller geisterhafter Wesen und alles von den Bergen, den Blumen bis hin zum Boden... verändert sich ständig. Wow. Das war zu schnell. Das war knapp. Alles in Ordnung, Boss. Ja, aber ein weiterer Schritt und ich wäre die Klippe runtergestürzt. Ich bin froh, dass es dir gut geht, aber könntest du bitte besser aufpassen? Ja, entschuldige. Es ist schwer, ruhig zu bleiben, wenn alles hier so erstaunlich ist. Als ich dachte, der Boden wäre weg, tauchte dort ein neues Stück Land auf. Fast so, als ob man... dem Boden nicht trauen könnte und auf Wasser stehen würde. Ich liebe es. Dieser Ort ist unvergleichlich. Ich möchte alles darüber erfahren. Dann kenne ich da jemanden Interessantes, Boss. Klingt gut. Bring mich hin. Mehr willst du nicht wissen? Ach, warum überrascht mich das überhaupt nicht? Folge mir. Der Geist führte mich zu einem Fluss.
Da ist er. Mein Freund ist etwas älter und kann bestimmt all deine Fragen beantworten. Dann stellte er mich einem noch beeindruckenden Geist vor. Wäre ich allein gewesen, hätte ich etwas Angst gehabt. Aber so fragte ich den Alten meine dringlichste Frage. Wie war diese Welt entstanden? Die Antwort überraschte mich. Ich hatte eine Legende erwartet, aber er redete daher, als hätte er es persönlich miterlebt. Das hatte er auch, sagte er. Ein richtiger Greis. Das sagt noch nichts über die Geschichte selbst aus, die erstaunlich war. Ich hörte nicht nur von der Schöpfung dieser Welt, sondern erfuhr noch eine größere Wahrheit. Zufrieden, Boss? Über alle Maßen. Ich muss das unbedingt zeichnen. Das und die Legende, die ich in meiner Welt gehört habe, werden für fantastische Kunstwerke sorgen. Sehr gut. Denn so eine Geschichte wirst du nie wieder hören. Warum nicht? Ich kenne keine anderen Monster, die so alt sind. Sie gingen im Wandel dieser Welt verloren. Das ist aber ein Jammer. Tröstest du mich, Boss? Danke, du verrückter Mensch. Hör mal, ich kann zwar nicht mehr heim, aber ich will weitermalen. Die Welt verändert sich vielleicht, aber das ändert nicht, wer ich bin. Boss? Komm, gehen wir weiter. Wir können noch nicht aufgeben. Meine Kunst wird dich tief in der Seele erschüttern. Na dann, das möchte ich unbedingt erleben. Okay, ich habe zumindest von der Sache, habe ich zumindest jetzt erstmal auch nichts verpasst. Das ist gut. Das beruhigt mich. Ich tippe aber mal beim Weggezaubert, habe ich was verpasst. So. Das war's. Okay. Geradeaus. Verzweigter Weg. Was haben wir beim verzweigten Weg? So viele Wege. Da verläuft man sich leicht. Wo sollen wir nur lang? Oh, bitte lass hier unten keine Geister sein. Da fällt mir auf, wir sind auch gar keinen Barkemon begegnet, oder? Das wäre eigentlich ganz cool. Hier rechne ich aber ehrlich gesagt eher mit Numemon. Und Gott, wie ist das Kacke-Digimon, was mit dem Mause-Digimon herumgereist ist? Ich hab's vergessen. Egal. Hier lauert scheinbar jetzt der Kampf gegen Pseudo-Labramon. Ich habe übrigens das Gefühl, ich habe Labramon nicht richtig getroffen. Irgendwas stimmt da nicht heute. Egal. Weg von der Metaebene. Weg von der Metaebene. So. Schläft, eingefroren, gelähmt, vergiftet, versiegelt, verwirrt. Ach so, muss jetzt nochmal kurz zu Pokémon gehen. Scheinbar gibt es keinen eingefroren Status mehr, sondern es wird der Status Gefrierbrand wie aus Pokémon Legenden Arceus. Genauso wie mit Schlafen. Schlafen gibt es scheinbar auch nicht mehr, sondern nur noch Schläfrigkeit. Was ein bisschen wie Paralyse ist. Und der Gefrierbrand ist halt wie Verbrennung, nur halt, dass Verbrennung den physischen Angriff senkt und Tiefbrand halt den speziellen. Egal. Zurück zum Spiel. Aui! Gott sei Dank. Geht es dir gut? Es gibt Labramon zweimal? Vorsicht, Aui! Die hier ist nicht die echte. Das musst du gerade sagen, du Schwindler. Sie wird den Unterschied schon erkennen. Oh, das ist dieses Mal wirklich schwer. Was soll ich tun, Takuma? Sind die beiden real? Mist, es ist schwierig, sie auseinanderzuhalten. Welche ist die falsche? Okay, ich muss es nicht entscheiden, weil ich wollte gerade sagen, die linke sieht wieder ein bisschen dunkler aus, aber das kann ich mir jetzt auch gerade einbilden. Weil es ist so eng. So, Aoi ist ihr Ein und Alles. Ich weiß es nicht, finde ich doof. Sie kennt Aoi am besten. Aoi ist ihr Ein und Alles. Das würde nur Zuneigung implementieren. Dieses sie am besten kennen, würde sagen,
sag mir X und antworte mir auf Frage X. Und je nachdem weiß AOI dann, wer die echte ist. Das macht am meisten Sinn, weil wie ein und aus ist halt nur, dann können beide sagen, oh, ich hab dich lieb, AOI. Und wir sind kein Stück weiter. Sie kennt AOI am besten. Die echte müsste dich am besten kennen. Es gibt bestimmt etwas, das nur ihr zwei wisst. Etwas, das nur wir zwei wissen? Ah, ich hab's. Labramon, was habe ich für alle in der Schule gemacht? Dich um mich gekümmert. Das ist einfach gekocht. Du bist eine Meisterköchin. Damit wäre das wohl geklärt. Okay, die echte Labramon, nicht wir den Fehler machen, ist die auf der rechten Seite. Ich hoffe, das wird nochmal ein bisschen umgeswitcht, weil bis jetzt ist es 2 von 2. Diese hier. Ha! Ich wusste doch, dass du uns auseinanderhalten kannst. Und wer ist es? Schon wieder Sidramon. Ach. Ah, Sidramon. Du warst es. Also, die ganze Zeit verwandelt. Woher wusstest du das? Verdammt, das merke ich mir. Oh, es haut einfach ab? Warum musste ich gegen meinen Sidramon kämpfen und das hier haut einfach ab? Ha! Er ist weggelaufen. Lassen wir ihn erstmal. Es reicht, dass wir die echte Labramon wiedergefunden haben. So, wer ist jetzt dran? Theoretisch nicht Megumi? Ich muss nachgucken, wie er heißt. Warum weiß ich das gerade nicht? Oh, hey! Wartet, Leute! Was ist denn, Labramon? Das ist Sakis Geruch. Sie ist in der Nähe. Wirklich? Oh nein, wir müssen sie schnell finden. Ja, suchen wir sie als nächstes. Ja, aber vorher will ich jetzt wissen, ich nenne ihn immer falsch. Minoru. Das M stimmt zumindest. Nicht Megumi, Minoru. Warum versaubeutel ich das? Das ist einer der drei wichtigen. Okay, wir müssen wieder scannen. Was finden wir in diesem Rohr in der Wand? Was ist das? Ein kleines Festmahl aus einem Wandrohr in der Kanalisation. Köstlich. Und so gut gewürzt. So. Geradeaus gehen. Okay. Scheinbar habe ich jetzt gar keine Option mehr, was das vorangehen anbelangt. Ist okay. Da ist Saki. Da ist Saki. Saki. Oh nein. Was ist das für mich? Reiß dich zusammen, Saki. Was ist denn, Saki? Was ist los? Bitte, Doktor. Wenigstens bis zum Ende der Campingausflugs. Oh nein, sie ist krank. Saki, wach auf! Oh, bist du es, Aoi? Gott sei Dank, bist du wieder da? Was? Takuma und Agumon sind auch hier? Aber was habe ich? Oh, habe ich irgendwas gesagt, oder? Du bist krank. Und damit haben wir auch geklärt, was deine Dunkelheit zu Hause ist. Nein, nein, hast du nicht. Oh, ja. Na, dann ist ja gut. Verbirgt Saki irgendwas? Bin ja schon neugierig, aber viel wichtiger ist... Schön, dass es dir gut geht, Saki. Aber wo ist Floramon? Oh, die Sache ist die... Sie hat urplötzlich angefangen, über mich herzuziehen. Wusste ich's doch.
Eine falsche Floramon ist auch aufgetaucht. Okay, sagt Zaki noch was. Warum seid ihr alle hier? Als ich zu mir kam, war ich allein. Ich habe nach den anderen gesucht. Wie es aussieht, wurden wir irgendwie getrennt. Ich wurde auch von Takuma getrennt. Und ich von... Aui! Ich war so sauer. Wirklich? Das kann gar nicht gut sein. Ob Miyuki und Haru auch da reingeraten sind? Ja, wir sollten lieber schnell nach ihnen suchen. Natürlich auch nach den anderen. Ja, ja, du hast recht. Wir müssen sie schnell finden. Halt, erstmal scannen. Wusste ich's doch. Ein Anti-Lichtkristall. Wir haben noch keine Lichtmonster gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Das, was am nächsten reinkommt, ist Patamon. So, gehen wir. Keine Zeit verlieren. Wir schaffen das heute noch raus aus diesem Labyrinth. Hoffe ich. Da ist Floramon? Oh, da ist Floramon! Oh, Eisaki? Wir haben die anderen gefunden? Ja. Das stimmt. Sie sind gut befreundet. Freunde helfen einander in der Not. Aber du verbirgst ein großes Geheimnis vor diesen guten Freunden, nicht wahr? Das ist nicht gut, Saki. Echte Freunde haben kein Geheimnis füreinander. Schon bald wirst du wieder ganz alleine sein. Wieder ganz alleine? Nein, ich hasse es, allein zu sein. Und was ist falsch daran, ein Geheimnis zu haben? Okay. Aoi. Jeder hat Dinge, die er nicht erzählen will. Nicht mal den besten Freunden. Beziehungen, in denen man alles sagen muss, sind einfach nur erdrückend. Ah, sie ist verschwunden. Sie sah aus wie die echte Floramon, aber das war nur jemand, der so getan hat. Oh, Aoi, vielen, vielen Dank. Nicht der Rede wert. Achso, ich sollte vielleicht erstmal... Da. Was ist das? Edle Erznuss. Oh, die heben wir auch für Agumon. Ich kann das jetzt nicht immer gleich an Agumon verfüttern. Sonst gewöhnt er sich nur an die Leckerli und wird faul. Und irgendwann mache ich sowieso wieder einen Fehler, für den ich mich bei Agumon entschuldigen muss. Dann kriegt er die Nuss. Oder wenn er was Gutes gemacht hat. Ah, da ist Floramon. Wo warst du, Saki? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Tut mir leid. Ich war plötzlich alleine. Natürlich habe ich nach dir gesucht. Es ist immer das Gleiche. Ich bin es leid, wie egoistisch du immer bist. Floramon? Du bist ständig so, ziehst dein Ding durch, ohne auf andere Rücksicht zu nehmen. Du hast vielleicht deinen Spaß, aber was ist mit dem Ärger, den du den anderen machst? Hör auf! Hey, hör auf! Sag sowas nicht! Du weißt, dass niemand es leiden kann, wie narzisstisch du bist. Deshalb verschwinden alle in deiner Umgebung. Einer nach dem anderen. Hör auf, bitte. Ich flehe dich an. Du weißt gar nichts über Saki. Takuma. Saki wirkt vielleicht flatterhaft, aber sie gibt auf alles Mögliche Acht. Jeder, der sie kennt, weiß das. Red nicht so, als würdest du irgendwas darüber wissen. Hm.
Es waren jetzt drei, ne? Alles in Ordnung, Saki? Ja, ich glaube schon. Irgendwie. Takuma, danke. Okay. Scannen. Nein, okay. Gehen wir weiter. Nein, nicht so! Okay. Geradeaus gehen. Wir können ahnen, dass das der... Fein. So, jetzt treffen wir auf die falsche Floramon. Oh, da ist Floramon. Saki, endlich habe ich dich gefunden. Ja. Du bist doch Floramon, oder? Ganz schön gemein. So was zu sagen. Hast du eine Ahnung, wie schlimm es war, als wir getrennt wurden? Oh, das tut mir leid. Ach, woher sollst du das wissen? Wir retten ihr ja schließlich über dich. Was? Dir sind doch alle anderen egal. Du machst einfach immer nur das, was du willst. Meinst du wirklich, ich würde mit so einem Kind auskommen? Schlag dir das aus dem Kopf. Das tust du immer, als wärst du der Mittelpunkt. Deswegen hassen dich alle Leute. Nein, aufhören. Meinst du nicht, du solltest es einsehen? Es gibt niemanden, der dich mag. Das reicht langsam. Wie bitte? Saki, ist ich bezogen? Ihr sind andere egal? Das ist nur deine voreingenommene Meinung. Saki ist nicht egoistisch, sondern direkt. Sie macht sich niemals was vor. Ich mag Saki viel mehr als jemanden wie dich, der nur vorgibt, irgendwer zu sein. Aui. Die falsche Floramon ist weggelaufen. Aui. Oh, aui. Ich. Ja, ich verstehe. Lass dir ruhig Zeit. Aui und Saki stehen sich nahe. Fallen wie diese sind nichts, was sie, wenn sie dabei sind. Okay. Und dann gehen wir jetzt zur falschen Floramon. Ich weiß noch nicht, was ich hier machen soll. So. So, hier Battle-Musik. Was hat Cidramon dieses Mal zu liefern? Saki, endlich habe ich dich gefunden. Ich habe schon überall nach dir gesucht. Gott sei Dank. Moment mal. Es gibt Floramon zweimal. Vorsicht! Die ihr ist nicht die echte. Sie lügt, Saki. Ich bin die echte. Du müsst mir glauben. Oh Mann. Ich kann keinen Unterschied erkennen. Welche ist die echte? Wahrscheinlich die rechte. Erkennst du einen, Takuma? Mal sehen. Genau wie bei Aoi. Vielleicht hilft es ihr, wenn sie mit ihnen redet. Okay. Die echte Floramon würde Saki zustimmen, Geheimnisse zulassen, ihre Freundschaft kennen. Ich weiß es nicht. Mit der Freundschaft habe ich wieder dasselbe Problem, dass beide einfach sagen können, ey, ja, wir sind befreundet und wir sind kein Stück weiter.
Saki zustimmen, ist genauso problematisch, weil logischerweise können beide Saki einfach zustimmen. Und ich glaube, das ist nämlich auch nicht der Fall. Die echte Floramon würde im Zweifelsfall, wenn Saki was sagt, was Floramon nicht passt, würde sie es ihr sagen. Wie man das halt macht. Oder Freunden. Wenn jemand Scheiße labert, kann man ihm das auch ruhig sagen. So. Und Geheimnisse zulassen. Ja, ich glaube, Floramon hat auf mich eigentlich immer einen sehr unbetrübten Eindruck gemacht und jemand, der jetzt nicht verlangt, dass man ihm alles erzählt. Deswegen nehmen wir das. Geheimnisse zulassen. Die echte Floramon würde dich nicht ausschimpfen, weil du Geheimnisse hast. Ja, da hast du recht. In dem Fall... Hey, Floramon, meinst du, Freunde sollten keine Geheimnisse voreinander haben? Jeder hat doch irgendwelche Sachen, über die er nicht reden kann, oder? Komm schon, Saki. Wenn du was vor ihnen verbirgst, sind es keine echten Freunde. Es ist die Linke. Tja, damit wäre das geklärt. Die echte Floramon ist auf der linken Seite. Diese hier. Wo du recht hast, hast du recht. Mir blieben gleich die Worte vor Erstaunen stecken. Gut gemacht, Saki. Das ist also dein wahres Gesicht, Sidramon. Verdammt. In dem Fall werde ich Gewalt anwenden. Wir müssen aktiv werden. Agumon. Ja. Wir gehen auch mit. Darauf kannst du wetten. Aui. Dir wird es noch leid tun, mich reingelegt zu haben. Ich helfe dir, Saki. Und ich glaube, ich muss für Floramon mein französisches Vokabular wieder auffrischen, damit ich etwas mehr Flavor verpassen kann. Oui. So. Die drei sind gesetzt. Dann nehmen wir unseren Flügelmann. Ah, da ist es. Nomemon. So, wir wollen dahin. Wir wollen diese Kiste sammeln. Hier ist schon ein Togemon. Okay, wir haben nur eine Kiste, wenn ich das richtig sehe. Wir haben nur eine Kiste, das ist soweit gut. Dann stelle ich dich einfach mal hin. Wen nehme ich noch mit? Also eigentlich wurscht, wer von denen. Nehmen wir Gilmon noch mit, einfach weil wir es können. Damit Gilmon auch mal wieder levelt. Irgendwann hab ich vielleicht Gilmon. Bin ich vielleicht froh darüber, Gilmon als Alternative zu haben. Gott, mir gefällt dieses schleimige Geräusch von Sidramon nicht. So, du bist Richtung Kiste. Ach nee, du kannst einfach geradeaus gucken. So, wo ist meine B, freier Cursor? Ich glaube nicht, dass irgendwer von den Nichtfliegern hier rüberkommt. Falcomon hätte ich es vielleicht noch zugetraut, weil er potenziell fliegen kann. Den anderen aber nicht. So, hier ist wirklich nur diese eine Kiste. Ich will nur mal auf Nummer sicher gehen. Weil sonst würde ich nämlich eiskalt einfach vorrücken. Ich vergesse immer, dass nur Memon Champion Level ist. So, ja. Dann rücken wir einfach mal vor. Würde ich sagen. Und digitieren. Agumon, digitier zu! Greymon! So. Megaflamme. Würde mir nichts bringen. Ich würde zwar diese Kugel zerstören, aber ich glaube, das bringt mir halt einfach nichts. Warum soll ich diese Kugel zerstören? Egal. Zug beenden. Hui. So,
Dann bewegen wir dich einfach auch mit hier nach vorne. Einfach, weil wir es können. Lass ich dich im Rookie-Level, damit du heilen kannst? Ich glaube, ja. Ich lasse dich erstmal im Rookie-Level, damit du heilen kannst. Zu benden. Heilen die sich, wenn sie digitieren? Also wenn sie nach oben digitieren, werden dann ihre AP, also ihre, Quatsch, nicht AP, ihre Trefferpunkte wieder aufgefüllt? Oh, sie klingt immer so traurig. Ich muss ja noch sagen, was in Zukunft beim Digi-Dienstag lautet, weil der Digi-Dienstag ist für das Jahr 2023 erstmal safe. So, was machst du? Spezialverteidigung erhöhen. Das ist sehr gut. Bewegen wir dich auch mal. Wir bewegen dich dahin. Denn es wurden mehrere Digimon-Spiele angekündigt. Einmal ein Port für die Switch von Digimon... Oh Gott, wie heißt das Spiel nochmal? Digimon World Next Order müsste es sein. Das, was es auf der PlayStation 5 schon gibt, die wird in einer International Edition veröffentlicht. Scheinbar mit englischer Sprachausgabe, die ich wahrscheinlich aus Tradition nicht verwenden werde. Weil wenn ich eine englische Sprachausgabe hätte, würde ich nicht mehr die Stimmen sprechen, weil ich mir denke, na, Englisch kann ich von Twitch-Zuschauern noch halbwegs verlangen. Japanisch nicht. Und deswegen, ich glaube, ich werde Digimon weiterhin in Japanisch spielen, damit ich die Rollen spreche. Weil das macht den Reiz aus für mich an Digimon-Spielen. So, dich entwickeln wir mal. Noch einmal, Digi-Tizu, Digimon! Und dann wurde wohl noch ein weiteres... Ich habe dann so, Digimon-Video gesehen zur aktuellen Folge von Ghost Game. Aber der hatte halt dann auch noch über die Digimon-Spiele gesprochen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch noch ein weiteres Spiel in der Pipeline für 2023, was aber noch weder einen Termin noch einen Namen hat. Was aber schon mal ganz gut klingt. So, bringt mir das irgendwas? Nein, es bringt mir nichts. So, zu beenden. Und Gilmon. Was ist mal mit Gilmon? Gilmon geht einfach mal mit. Zu beenden. Deswegen, für 2023 ist der Digi-Dienstag. Ach so, das Spannende ist ja, die internationale Version von Digimon Next Order ist wohl angestrebt für ein Februar-Release. Und das heißt. Ich habe vielleicht eine kleine Pause, wenn es hochkommt, zwischen Survive und Next Order. Und die International-Version kommt übrigens dann auch mit ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen, die, glaube ich, für mich dann auch gar nicht mal so verkehrt sind. So, das waren die Digimon-News für den Hashtag Digi-Dienstag. Ja, ich habe es als Hashtag verwendet. Für 2023. Ich freue mich drauf, weil ich hatte tatsächlich ungelogen Schiss, was ich mit dem Digi-Dienstag mache, wenn ich halt Digimon Survive durch habe und Digimon World Next Order oder New Order, ich vergesse es immer. Und jetzt weiß ich, es kommen halt weitere Digimon-Spiele. Das heißt, ich bin gut vorbereitet für 2023. So, und jetzt greifen wir mal Cidramon an mit der. Ist das richtig? Ah, verdammt, das steht schon wieder nicht richtig. Dann greife ich lieber dich an. Nomemon. Mega Flamme. Und ja, ich gebe jetzt einfach mal das Versprechen ab, solange Digimon-Spiele keine deutsche Synchro erhalten, werde ich Digimon-Spiele immer nach Möglichkeit, also solange es zur Verfügung steht, auf Japanisch spielen und dann selbst nachsynchronisieren. So wie ich es bis jetzt gemacht habe. Weil ich einfach Bock drauf habe. Klingt das nicht nach einem guten Vorschlag? Ich glaube ja.
Wir bewegen dich mal hierhin. Angreifen. Oh, mir fällt gerade was auf. Moment. Flugzielen, Erdschein. Weil das ist ja jetzt ein Virus-Digimon. Das heißt, wir sind Citramon gegenüber im Vorteil. Kothaufen. Erdschaden zu. Besitzt eine geringe Chance, physische Verteidigung, Spezialverteidigung einen Rang zu senken. Und das hier. Ziele zu vergiften. Was will ich? Ich glaube, ich will Verteidigung senken. Sehr schön. Zug beenden. Wir gucken in die Richtung, weil dann haben wir nicht nur Memon im Nacken. So viel zu dem Plan. Okay, es wird Zeit zur Digitation. Labramon! Digitiert zu Dobermann! Alright. Angreifen. Nee, erstmal wollen wir uns bewegen, ne? Oder kann ich von hier aus angreifen? Den mit dem heiligen Knöchel. Nein. Gut. Bewegen. Bewegen uns hier hin und dann prügeln wir auf dieses Numemon ein. Heiliger. Oh, das ist tot. Zug beenden. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich Citramon nicht töte, bevor ich bei der Kiste bin. Sagte er großkotzig. Bewegen. Will ich dich da in Bewegen? Moment. Wie stark ist Gomamon? Level 15. Nein, wir bewegen dich nicht. Du bleibst einfach mal stehen. Tut mir leid, Gomamon, aber. Du musst weg. Angreifen. Ich blende das einfach mal. Zack. Zug beenden. Es haut ab. Es zeckt. Boku no Banda. Boku no Banda. Genau. Warum ist Greymon momentan... Oh, natürlich, ich habe seine Geschwindigkeit erhöht. Das macht dich echt bemerkbar. Es ruiniert so ein bisschen meine Gewohnheiten. Aber ich müsste von vorne angreifen. Egal. Mega Flamme. Ich bin jetzt mal richtig großkotzig. Zugbell. Obwohl, wir buffen mal... Vegimon. Augen geradeaus, Saki. Wir haben noch nicht verloren. Ja, wir fangen gerade erst an. So, Zug beenden. Wunderbar. Gerade noch rechtzeitig. Das heißt, wir können die Kiste öffnen. Mit einem Meteorenflügel. Eisberg. Oh, das klingt stark. Das klingt gut. So. Töten wir es. Angreifen. Kothaufen. Es reicht nicht. Giftfalle. Es reicht auch nicht, aber damit könnte ich es vielleicht vergiften. Nope. Kann ich mit dem Gegner eigentlich reden? Ich weiß, es ist quatschig, aber ich muss es versuchen. So. Ich werde jetzt einfach mal... Spezialverteidigung von Greymon buffen. Sag nicht, dass du aufgeben willst. Das ist nicht der Takuma, den ich kenne. Ja. Ich stehe so oft wieder auf, wie es nötig ist. Okay, Zug beenden.
und gehen wir uns tot wahrscheinlich? Nee, noch nicht ganz. Bewegen, 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 bewegen. Wir bewegen mal Gilmon. Einfach nur hierhin als Kanonenfutter. Zug Ben. Oh mein Gott, Agumon lässt... Gilmon lässt sogar den Kopf hängen. Das habe ich noch nie gesehen, dass die auch ihre Position ein bisschen verändern. So. Labramon ist dran. Sehr schön. Bewegung. Wir bewegen uns hier hin. Angreif. Habe ich einen Angriff, der weit vorausgeht? Grauer Lärm. Passt perfekt. Hat es gerade grauer Lärm wirklich gesagt? Habe ich das richtig gehört? Also es würde mich nicht wundern, wenn in einem japanischsprachigen Spiel deutsche Worte vorkommen. Oh mein Gott, das ist erst Level 17. Agumon ist schon Level 25. Gott, Floramon, du hast noch ordentlich aufzuholen. Können wir das mal angucken. 200 Stärke fügt nicht elementaren Schaden zu. Spannend. Hohe Chance, Ziele einzufrieren. Oh, da muss ich mir mal überlegen, wie ich das alles gebe. Goldapfel. Was macht der Goldapfel? Erhöht die physische Verteidigung des Ziels stark. Der lässt sich nicht so einfach aufspalten. Aber ich schätze, das ist etwas Gutes. Ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt... Dann habe ich tatsächlich genug, um Agumon aufzuwerten, immer mal wieder. Von Zeit zu Zeit. Wir wollen Agumon auch nicht zu stark machen. Noch nicht. Das synchronisiere ich nicht. Pack mich nicht so einfach so aus dem Nichts an. Ich hätte fast einen Herzinfarkt gehabt. Aber ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich bin so froh, dass ich dich wiedergefunden habe. Das ist... Ja, ich bin auch durcheinander. Tut mir leid. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Floramon. So habe ich mich auch gefühlt, als ich mir mit dir wieder vereint war, Abramon. Ja. Ist das nicht toll, Takuma? Auf jeden Fall. Wie es aussieht, sind aber trotzdem alle hundemüde. Kein Wunder, nachdem erst alle voneinander getrennt waren. Und dann noch der mentale Angriff. Aoi, Saki, ihr ruht euch hier aus. Ich suche nach den anderen. Klar, da bin ich sofort dabei. Ich kippe vor Erschöpfung fast um. Ich auch, um ehrlich zu sein. Danke, Takuma. Überlasst es mir. Komm, auf geht's, Agumon. Ja. Oh, oh. Was zur... War das ein Erdbeben? Nein. Ist es nicht. Jemand kämpft. Ah, dann ist es Kaito. Ein Kampf? Dann muss es einer unserer Freunde dort sein, oder? Finden wir es heraus. Renamon? Ha. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das zweite Digimon von unseren kleinen Geisterkindern, oder? Es waren doch Renamon und Galbumon. Wie ich beim letzten Mal korrigiert wurde. Glaube ich mich zu erinnern. Das heißt, wir haben beide Digimon-Partner aus der Vergangenheit jetzt gefunden. Ist der Kampf schon vorbei? Takuma, das ist... Das Ding habe ich noch nie gesehen. Es sieht uns an. Es wird doch nicht angreifen, oder? Ob es wohl auf unserer Seite ist? Wer ist das bloß? Das Fiese ist, dadurch, dass wir Renamon nicht haben sprechen hören, können wir natürlich jetzt nicht wissen, ob das die geheimnisvolle Gestalt bei Arukenimon war.
Ich bezweifle es, weil ich glaube, im Japanischen hat Rinamon klassischerweise eine weibliche Stimme. Aber wir schauen mal. Ich glaube, es soll eine falsche Fährte sein. Hey, Takuma, warte! Ah, wenn man vom Teufel spricht. Da, Takuma! Da sind Miyuki und Haru! Wirklich? Das andere Wesen macht mir zwar noch Sorgen, aber die beiden, den beiden geht's gut, oder? Nee, aber die beiden gehen vor. Sorry. Aber es geht ihnen auch gut? Geht es euch gut? Seid ihr verletzt? Uns geht es gut. Er hat uns beschützt. Er? Ihr meint dieses Monster? Rinamon. Rinamon? Ihn müssen wir gesehen haben. Du kennst ihn schon? Nee. Lüg doch nicht. Ich habe das Prequel den Prolog gesehen. Okay. Und du, Agumon? Hast du ihn schon mal gesehen? Leider nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob er uns freundlich gesinnt ist, aber immerhin hat er uns gerettet. Er erinnert mich an Garurumon. Ja, mich auch. Verdächtig, nicht wahr? Man könnte seine Vorahnung nennen. Aber Garurumon ist unser Feind. Ja, aber... Hoffentlich ist er zumindest neutral. Wir können keine weiteren Feinde gebrauchen. Hoppla. Ich sollte mich besser zuerst um die beiden hier kümmern. Könnt ihr gehen? Ja. Sie hat nichts abbekommen. Dann geht da lang. Aoi und Saki sind gleich da drüben. Ich suche nach den anderen. Komm, Agumon. Alles klar. So, finden wir mal vielleicht endlich mal wieder ein Kanalisationspflaster? Was ist das? Energiesamen. Da kann ich tatsächlich mal nichts Fieses sagen. So, gehen wir weiter. Okay, Rinamon wurde als er bezeichnet. Das spricht wahrscheinlich für eine männliche Stimme. Oh, Mio. Ah, Takuma, da drüben. Ich sehe Mio. Du hast recht. Komm, gehen wir. Mio, geht es dir gut? Oh, Takuma, Agumon. Mio, was ist denn? Warum weinst du? Oh nein, ist alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Nein, ich bin nicht verletzt. Ich hatte nur einen Streit mit Zirkomon. Ein Streit mit Zirkomon? Aber warum? Sie hat plötzlich total fiese Sachen gesagt. Also... Unvorstellbar, dass sich die zwei, die so dicke sind, streiten. Ich schätze, das war nicht die echte Zirkomon. Wäre es nicht ein Plotfest, wenn das die echte Zirkomon wäre? Zirkomon, warum sollte sie den urplötzlich solche schlimmen Dinge sagen? Keine Sorge, das war nicht die echte Zirkomon. Nicht die echte? Solche Schwindler sind auch bei Aoi, Saki und mir aufgetaucht. Die ruhen sich jetzt aus. Sie haben sich verwandelt und furchtbare Sachen gesagt. Für Arukenimons Falle. Aber für mich sah sie wie Zirkomon aus. Die sehen alle echt aus. Wir anderen wurden auch reingelegt. Im Gespräch wird der Unterschied klar. Keine Sorge, Mio. Wir finden die echte Zirkomon. Ja. Ja. Ich spüre die echte Zirkomon auf. Da. Was ist das? Energie? Jetzt finden wir Energy Drinks? Was macht der Energy Drink? Lässt er einen doppelt so schnell angreifen? Oder zweimal hintereinander? Was macht der Energietrank? Das Energiegetränk.
Halt Wertesenkungen im Umkreis. Ein seltsamer, konservierter Saft. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Wahrscheinlich Koffein. Sehr, sehr viel Koffein. Was für Schwangere und Leute mit Herzproblemen nicht empfehlen wird. Beziehungsweise da wird das Trinken abgeraten. Irgendwo, wenn du die Flasche vielleicht drehst, hinten bei der Nährstofftabelle und so. Da steht der Hinweis meistens. Egal. Weiter geht's, ne? Finden wir Siakumon. Bei Siakumon weiß ich nicht mehr, wie man spricht. Bei Mew bin ich auch gerade nicht sicher. Warum auch immer das noch eine Woche so schief geht. Hier ist wohl nichts. Dann gehen wir schnell woanders hin. Siakumon wartet auf uns. Ja. Wir müssen los. Genau, los geht's. Finden wir vielleicht noch einen Energy-Drink? Was ist das? Energiesamen. Nee, nah dran, aber kein Energy-Drink. Gott, das zieht sich alles. Ich hätte wirklich gedacht, wir kommen schneller voran. Wahrscheinlich geht der Stream zu Ende und ich habe nicht alle gefunden. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass alles wieder so wird, wie es einmal war. Den Rest weiß ich gerade nicht, zumindest im Sprechgesang, das müsste ich wirklich singen. Anyway. Hey, da ist Siakumon. Oh, Mew, ich bin so froh, dass es dir gut geht, nicht? Siakumon, du siehst wie die Echte aus. Alles in Ordnung. Du bist doch nicht verletzt, oder? Mir geht's gut. Hehe, oh, Mio. Guten Abend, Black Wolf. Du kannst los nicht, oder? Du bist einfach nur ein normales, dummes, kleines Mädchen. Echt jetzt? Es ist unmöglich, aber über sich selbst zu lügen. Irgendwann will man es herausfinden. Ich glaube, das haben sie sogar schon. Gib auf und verhalte dich normal. Aber das will ich nicht. Wenn ich das nicht mache, bin ich ganz allein. Aber du bist doch schon eine Einzelgängerin. Du bist allen vollkommen egal. Oh, ich glaube, das stimmt nicht ganz. Manche Leute sind sehr an dir interessiert. Zum Beispiel dein Bruder. Und dann ist da noch dieser Typ, der... Endlich auf damit! Oh oh. Ja, mir geht's soweit auch gut. Danke der Nachfrage. Nein. Ich will mich nicht erinnern. Sag nichts, was mich dazu bringt. Oh nein. Wurde sie missbraucht? Ich befürchte, sie wurde missbraucht. Das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Schon in Ordnung, Mio. Du weißt, dass du nicht alleine bist. Takuma! Mio hat mehr als nur Kaito. Sie hat mich und alle anderen. Dann ist da doch Agumon. Und vor allem hat sie Siakumon. Und die echte Siakumon würde Mio nie eine Einzelgängerin nennen. Ja, du hast absolut recht. Die Täuschung ist verschwunden. Na los, gehen wir weiter. Okay. So. Haben wir hier noch? Nein, wir haben hier nichts. Dann geht's weiter, nicht? Geradeaus. Ich mag Tatsache, die Siakumon-Stimme ist meine Lieblingsstimme. Obwohl nach Agumon. Agumon gefällt mir auch noch. Hier ist wohl nichts. Gehen wir woanders hin. Das ist merkwürdig. Das ist tatsächlich eine Sackgasse. Oder scheinbar nicht. Also es ist das erste neue Bild, was ich seit langer Zeit sehe. Da ist wieder Siakumon.
Oh, Sakoman. Miau. Bist du die echte Sakoman? Was ist mit dir los? Bist du die echte Miau? Was? Du erzählst Lügen über die Geisterkraft und lachst, wenn du mich fürchtest. Tu so, als würdest du die Dinge mögen, die du nicht magst. Und du zeigst nicht dein wahres Ich. Aber, das ist nicht... Lügnerin! Du hast noch nicht ein wahres Wort gesprochen. Das waren alles nur Lügen, nicht? Ist so eine Person die echte Miau? Was bedeutet es, echt zu sein? Moment mal. Nein, ich lüge nicht oder so. Sie hat immer gelogen? Sakumon würde sowas nie zu Miau sagen. Takuma. Ihre Gefühle für Sakumon sind echt. Sakumon wüsste das besser als jeder sonst. Keine Sorge, Miau. Das ist ein Betrüger. Frechheit! Ah, sie ist verschwunden. Miau, alles in Ordnung? Ja. Danke, Takuma. Halt, wir müssen erst scannen. Aha. Hier in diesen Tunnel will ich alles scannen, weil ich will hier nie wieder rein. Energiesamen, sehr schön. Da nach rechts und das andere ist nach links. Wie gesagt, immer wenn mir die Wahl steht, always turn left. Immer nach links. Stipf, stapf, stupf. Ah, seht mal, das ist Sakumon. Miau. Du bist das doch, oder? Du bist viel zu schwach, um alleine hier zu sein. Lass dich von deinem Bruder beschützen. Aber er ist nicht da, was? So ein Jammer. Ich brauche Kaito nicht. Ich komme auch alleine klar. Hahaha. Du meinst, mit deiner Geisteskraft, du kleines Schäbüttel, du weißt auch, dass das nur eine Täuschung ist. Du ignorierst einfach nur ein deine Bedrohungslosigkeit. Akzeptiere es. Lass dich beschützen. Nein. Nein, hör auf. Ich will nicht ewig beschützt werden. Keine Sorge, Miau. Dieses Sakumon ist ein Schwindler. Die Sakumon, die dich begleitet, würde deine Stärke niemals abstreiten. Sie weiß, wie stark du bist. Auf keinen Fall würde sie dich als unbedeutend bezeichnen. Oh. Ja, da hast du recht. Aber dann ist es... Frechheit! Ah, sie ist verschwunden. Oh, ja. Das ist gut. Sie hat Miau furchtbare Dinge gesagt. Kaito würde Kleinholz aus ihr machen. Halt, scannen, 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 scannen. Es gibt nichts zu scannen, okay. So, stief, stapf, stupf. Niemand hier. Verdächtig, verdächtig. Nach links, bin ich schon wieder zurückgegangen? Geh nochmal nach links. Das sieht alles so gleich aus hier. Nach rechts gehen. Zurückgehen. Nach rechts gehen. Aber Sakumon ist ganz schön frech momentan, nicht? Das geht so nicht. Gut, gehen wir nach rechts. Ah, wir sind durch, okay. Fertigkeiten werden in verschiedene Attribute unterteilt. Feuer, Wasser, Wind. Es gibt auch nicht-elementare Fertigkeiten. Die Symbolfarbe neben der Fertigkeit
So, okay. Oh, stimmt, da fällt mir gerade auf. Es ist erstaunlich, dass man hier keine Zuneigung generieren kann. Oder ich habe es irgendwie gescheit verkackt. Das kann natürlich auch sein. Zwei Sjakumon. Oh Miu, ich bin so froh, dass du bei Takuma und den anderen bist. Alles in Ordnung? Du bist doch nicht verletzt, oder? Oh Mann. Aus Sjakumono ist Sjakusterio geworden. Oh, das ist die geilste Antwort. Oh, es gefällt mir. Sjakumono und Sjakusterio. Wegen Sjakumon. Schön, dass ich die Witze erkläre. Ah, gefällt mir. Ah, es gefällt mir. Sie ist nicht die echte. Wer sagt das? Wer sagt der was? Ja, die da ist nicht die echte. Takuma, wie soll ich die denn unterscheiden? Mal sehen. Es muss wie bei den anderen was geben, das hilft sie zu unterscheiden. Die echte Sjakumon würde nicht an ihren Gefühlen zweifeln, wissen, dass Miu stark ist, Miu nie als Einzelgängerin bezeichnen. Was tun, frage ich mich. Gut, gehen wir es mal logisch durch. Miu nie als Einzelgängerin bezeichnen? Quatsch. Sie hat sie sogar als Königin bezeichnet. Die kennen sich die meiste Zeit nur als Einzelgänger-Team. Nicht an ihren Gefühlen zweifeln? Weiß ich nicht. Irgendwie hatte mir es Sjakumon nie den Eindruck gemacht, dass es großartig mit Gefühlen handelt. Also nicht, dass es gefühllos ist, aber es ist halt mehr so spaßig drauf. Deswegen wissen, dass Miu stark ist. Ich meine, es glaubt eher dieses mit den ganzen Kräften und den Zaubertricks. Die echte Sjakumon würde wissen, dass Miu stark ist. Die echte Sjakumon würde Miu als stark bezeichnen. Darin liegt der Unterschied. Stimmt. Also, wie wäre es damit? Hey, Sjakumon, findest du, dass ich stark bin? Das ist eine komische Frage. Jo, du bist stark! Oh ja, super stark! Ah, crap. Habe ich es mir doch gedacht. Aha! Ich verstehe es immer noch nicht, Takuma. Das ist wie bei einem dieser Exorzismen, oder Miu? Überhaupt nicht, meine Güte! Miu ist ein starkes Mädchen, was alles gibt, auch wenn die Dinge aus der Raum sind. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Scheiße. Ich würde Tatsache sagen, es ist die rechte. Wegen der Betonung mit dem Exorzismus, aber gleichzeitig alle Antworten sind falsch. Keine Sorge, alle Antworten sind falsch, dass Sjakumon immer eine Antwort noch gibt, nach der du ausgewählt hast. Ah, okay. Dann argumentiere ich jetzt erstmal zu Ende, wie ich es beantwortet hätte. Ich hätte nämlich mich für die Rechte entschieden, wegen dem Exorzismus. Das Einzige, was mich irritiert hat, ist dieses Pfff. Weil es ist ja so auch so ein Spottgeräusch. Dementsprechend sag ich einfach mal, die echte Sjakumon ist die auf der rechten Seite. Hey, was für ein Idiotin! Oh oh. Was ist das? Dieses Gas! Das ist gar nicht gut. Ich werde bewusstlos. Ha. Oh, das war ein cooler Effekt. Was? Wo
sind wir? Wir sind wieder am Anfang. Dann sind wir wohl den falschen Weg gegangen. Genau. Oh Mann! Ich glaube, dass ich Sirkumon nicht finden konnte. Kein Ding. Wir müssen es einfach nochmal versuchen. Ja. Gehen wir so oft, bis wir sie gefunden haben. Okay. Geradeaus. Keine Sorge, alle Antworten sind falsch, da Sirkumon immer eine Antwort noch gibt, nachdem du eine ausgewählt hast. Bin ein bisschen verwirrt gerade, aber... Nochmal geradeaus. Dann müsste jetzt die Sackgasse kommen. Hier jetzt rechts. Wer fehlt noch? Es fehlen Minoru, Kaito und Shuji hiernach noch, ne? Geradeaus. Warum fehlen immer noch drei? Warum habe ich gerade mal die Hälfte gefunden? Ich fass es nicht. Weiß doch gar nicht, was am Ende dieses Tunnels ist. Wie soll ich denn da den nächsten Stream benennen? Bis jetzt habe ich es wirklich erstaunlich gut geschafft, dass alles bis jetzt eine Digimon-Adventure-Folge entweder aus 1 oder 2 ist. Also kannst du es in diesem schaffen. Okay, das hoffe ich doch. Keine Sorge, danach beschleunigen sich alles. Gut, das will ich doch hoffen. Wahrscheinlich prügeln sich alle drei. Oder Kaito verprügelt gerade Shuji und Minoru steht daneben und feuert Kaito an oder irgendwie so. So, nach rechts. Und irgendwo in der Ecke sitzt Lopmon und weint. Oh, wie wäre es eigentlich, wenn wir bei der Kombination Shuji und Lopmon nicht Shuji finden, sondern Lopmon und den echten Shuji finden müssen. Das wäre mal ein Twist. Das wäre so cool, weil Shuji immer ein Arschloch ist zu Lopmon. Oh, jetzt habe ich mich da so reingesteigert auf einen Schlag, dass ich mir wünsche, dass es genau das ist. Ich glaube nicht, dass es das ist, aber hey. Oh Miu, ich bin so froh, dass du bei Takuma und den anderen bist. Alles in Ordnung? Du bist auch nicht verletzt, oder? Oh, es ist das Linke, weil... Das Linke nicht erwartet, dass Mio beschützt werden muss. Oh Mann, aus Sirkumono ist Sirko Stereo geworden. Sie ist nicht die echte. Wer sagt der Wort? Die da ist nicht die echte. Das ist eigentlich dieselbe Logik wie, wer ist zuerst gerochen, dem ist es aus dem Arsch gekrochen. Takuma. Wie soll ich die anderen unterscheiden? Mal sehen. Es muss wie bei den anderen was geben. Das hilft, sie zu unterscheiden. Ich bleibe bei stark, weil es ging die ganze Zeit darum, dass Miu beschützt werden muss. Deswegen, ich bleibe beim stark. Der echte Sirkumon würde Miu als stark bezeichnen. Darin liegt der Unterschied. Stimmt. Also, wie wäre es damit? Hey, Sirkumon. Findest du, dass ich stark bin? Das ist eine komische Frage. Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob das schon das Signal ist, dass ich die falsche Option gewählt habe. Weil es ist merkwürdig. Es ist halt ein bisschen dämlich, was sie schreibt. Aber es fühlt sich alles andere so generisch an. Jo, du bist stark. Oh ja, so stark. So super, super stark. Habe ich mir es doch gedacht. Aha. Ich verstehe es immer noch nicht, Takuma. So, wenn ich das nochmal verkacke, werde ich die Sätze nicht mehr vorlesen. Das ist wie bei einem dieser Exorzismen, oder Miu? Pff. Überhaupt nicht. Meine Güte. Miu ist ein starkes Mädchen, das alle
alles, Sepp, um auch, auch wenn die Dinge außer Rand und Band sind. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Das ist das Linke. Und ich begründe es jetzt damit, Siakumon bezieht, macht mal damit quasi den Alba rein, schiebt ihn mal beiseite und sagt halt, das ist Quatsch mit den Exorzismen. Mew ist halt einfach eine coole Sau. Die hier. Ich wusste es. Du findest es heraus, Mew. Gut gemacht. Ernsthaft? Moment, war das etwa ein echt... War das etwa ein echtes Siakumon? Ah, die Täuschung ist weggelaufen. Verdammt. Wir hätten wenigstens fragen können, wo Arukenimon ist. Wow. Was ist das für ein Geräusch? Oh, ich bin jetzt fast in Lobmon reingerutscht von der Stimme. Du kämpfst bestimmt fair. Ich sehe nach. Mio, nimm du diesen Weg und triff dich mit Aoi. Alles klar. Auf geht's, Agumon. Ja. Übrigens, die deutsche Stimme von Agumon hat eine kleine, klitzekleine Sprechrolle in Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wer es nicht selber spielen will, guckt sich den... Ich glaube, es ist noch der erste Stream an, den ich zu dem Spiel gemacht habe. Auch auf YouTube verfügbar. Ich weiß gar nicht, hier könnte ich ihn sogar schon gelöscht haben, weil wenn es auf YouTube hochgeladen ist, versuche ich es immer hier zu löschen. Sicherheitshalber auf YouTube gucken. Und nach der Sprechrolle gucken. Ist das Minoru? Minoru! Oh, du bist Takuma. Du bist in Ordnung? Ah, und du hast Agumon dabei. Was ein Glück. Pass auf, Falkomon! Ja, meine Güte. Entschuldige, Agumon. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Ich störe ungern, aber könnt ihr hier endlich mitmachen? Jemand hat mir diese schräge Illusion gezeigt. Jetzt bin ich total erschöpft. Okay, ich komme. Wir kommen, um euch zu retten. Okay. Ich nehme an, das beschleunigt das Ganze, indem wir jetzt halt nicht mehr immer rätseln müssen, wer ist, sondern halt, wir helfen jetzt nur unseren Kumpeln. Nur einmal will ich einen Dienstag grob um 22 Uhr beenden. Ich habe das Gefühl, vor 22.30 Uhr habe ich mit Survive noch keinen Digi-Dienstag beendet. Spannend. Obwohl die nicht dabei sind, könnte ich sie mitnehmen. Ich nehme aber wieder Birdramon mit. Und wen nehme ich mit? Ich würde sagen, ich nehme Floramon mit, weil Floramon muss noch mehr Level nachholen als Siakumon. Ey, Floramon ist sogar schlechter als Lobmon. Wie ist das denn passiert? Egal. So. Oh nein, die Kiste ist direkt hinter Sidramon. Moment. Wo bewegen muss ich hin? Da ist eine Kiste. Was ist das denn eigentlich hier? Geisterlang. Okay, der füllt das Mana auf. Oh, das ist gut. Und hier ist eine Kiste. Ähm.
Okay, ich werde Bertramon zu der Kiste schicken. Und von den anderen wird sich einer hier vorbeischleichen. Höchstwahrscheinlich Falcomon. Nein, das Ding greift alles... Ach so, hä? Das Ding greift alles an, was in der Nähe ist? Das Ding hier? Oh, okay. Danke für die Warnung. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das ist halt wie diese kleine Kugel. Das ist das erste Mal, dass ein gut, ich werde es ja an Betamon auch sehen. Weil Betamon müsste ja auch angegriffen werden. Oh, oh. Noch ein weiteres Betamon. Okay. Bewegen. Welchem Radius eigentlich? Kann ich das sehen? Nee. Aber ich nehme mal an, in dem Radius. Also hier könnte ich sicher sein. Hier bin ich wahrscheinlich im Radius. Ich nehme mal an, wirklich so alle angrenzenden Vierecke. Habe ich dir eigentlich mal eine Attacke bei... Ja, ich habe den Kometenarmband gegeben. Du kriegst von mir vielleicht nach dem Kampf den Windschnitt oder irgendwas. Ich hatte noch eine Windattacke gelernt, meine ich. So. Wir bewegen dich mal hier hin. Und digitieren. Falcomon digitiert zu Diatrimon. Angreifen. Und wir machen den Kometenhammer. Ob ich das sprengen? Nee. Wir machen mal das. Haha. Zu beenden. Ja. Bilde ich mir das ein, oder kann Agumon jetzt wirklich durch meine Geschwindigkeitserhöhung auch weiterlaufen? Ich bin mir halt wirklich gerade nicht sicher, ob ich es mir einbilde. Mal entwickeln. Und eine Frage, weil ich habe jetzt gerade gedacht, ich glaube zwar nicht, dass ich Metallgrämon kriege, weil ich gerade nicht weiß, auf welchem Pfad ich bin. Aber das würde mich jetzt mal interessieren, Vivi. Gibt es Digimon, die bei einer Digitation nicht nur eine Spezialattacke haben, sondern zwei? Wie es ja auch schon bei Digimon Story war. Also dass jetzt beispielsweise aus Greymons Megaflamme bei Metallgrämon sowohl der Gigaschlag als auch die Megakralle wird. Würde mich jetzt rein von der Mechanik mal interessieren, ob es solche Ausnahmen gibt. Oder halt Wargreymons Planetenkraft und die Megakralle. Weil so war es ja bei Story auch, dass das Agumon... Oh, ich könnte es kaputt machen. Ich könnte es jetzt kaputt machen. Will ich es kaputt machen? Nein, leider nicht. Bei Agumons besonderer Digitation hat er nur einen Angriff statt beide und das ist leider negativ. Du meinst Omnimon. Ich weiß, du brauchst es mir nicht beantworten, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Agumon am Ende wieder zu Omnimon wird. Aber ich finde es auch schade, weil gerade für Wargreymon, ich mochte halt die Megakralle. Und halt die Planetenkraft. Anyway, wir schweifen ab. Will ich das kaputt machen? Nee, ich will erst sehen, was es macht. Ich entscheide mich dagegen. Ich will erst wissen, was es macht. Warum klingt Floramon immer, als würde es weinen? Das stört mich. So, Floramon braucht noch nicht digitieren. Floramon kann jetzt erstmal den Zug beenden. Oh, jetzt fällt mir das erste Mal... Oh, no. Das hat eine richtig riesige Reichweite. Nanu? Ai, ai, Kaito, mite
Sieh dir das rein, Kato. Unsere Kumpels kämpfen da drüben. Wir sind etwas spät dran. Spät am Start. Schon gesehen. Los, mischen wir mit. Da fehlt ja jetzt nur noch Shuji. Du hast nicht übertrieben, dass sich das beschleunigt. So, Diatrimon. Wie gesagt, Moment, wo ist Dings? Da ist er, na toll. An der Stelle bringst du mir überhaupt nichts, Dragmon. Ich bin enttäuscht. Egal, bewegen wir uns. Ich werde mich an Dings vorbeischleichen, an Cidramon. Die Frage ist, will ich vielleicht vorher... Obwohl, ich will nicht riskieren, dass ausgerechnet Diatrimon zurückdigitiert. So, ich werde mich jetzt verteidigen. Ich wusste es. Ich wünschte, ich hätte den Heiler eingepackt. Also jetzt muss ich schlau agieren. Angreifen. Megaflamme. Ich glaube, ich habe noch nie angegriffen, bevor ich mich bewegt habe. Ich will das Ding hier weg haben, weil ich befürchte, es wird meine Gegner nicht angreifen. So. Ich bewege mich mal lieber ein bisschen langsamer. Zug beenden. Birdramon kann Vollgas geben. Kann ich Tentomon erwischen? Nee. Okay. Zug beenden. Du guckst zur Kiste. Und du... Ja, komm, du rückst vor. Und... Reden, was kannst du eigentlich? Physischen Angriff erhöhen. Bringt mir das gerade was? Nee. Zug beenden. Und du guckst vorsichtshalber mal zu Betamon, weil ich weiß nicht, wie schnell Betamon ist. Das war ja nichts. Kleine Fische. Gott, es stört mich, das Tentomon klingt wie eine Fliege. Okay, wir bewegen dich mal hier hin. Wir ignorieren Tentomon. Wir ignorieren ganz arrogant jetzt mal Tentomon. Du hast nur den physischen Verteidigungswert erhöht. Ja. Nee, Spezialverteidigung. Perfekt. Das machen wir mal für Diatrimon. Weil ich glaube, sonst stirbt Diatrimon. Höchste Zeit, dass du mir deine coole Seite zeigst, okay? Ja, na klar. Pass auf, ich zeige dir, wie man das macht. Alright, dann digitieren wir. Floramon, digitier zu, Vigamon. Angreifen. Kriegen... Nee, das hilft nicht. Gut, dann... Dann töten wir Tentomon. Töten wir Tentomon. Ja, ich glaube, wir töten Tentomon. Obwohl, ich will kein Mana an Tentomon verschwenden, ehrlich gesagt. Wir ignorieren Tentomon, wie ich es gesagt habe. Scheiß drauf. Obwohl, dann können wir es wenigstens nutzen hier mal kurz. Trefferpunkte. Und wir heilen mal kurz Diatrimon. Tut mir leid, Diatrimon hat einfach mal zu viele Tode schon hinter sich. Zug beenden. Und wir stellen uns mal ignorant so hin, dass wir vielleicht Dings anlocken können. Cidramon. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Angreifen. Reicht das schon? Nee, ne? Oh, fuck. Egal. Zug beenden. Und wir gucken zu Cidramon. Sehr schön. Okuno Banda.
Agumon greift einmal von vorne an. Ist okay. Oder? Mal gucken. Würde das so seitlich mehr Schaden machen? Mit dem Spritzschaden. Nicht wirklich, ne? Was tun? Okay, ich lasse Agumon so stehen. Rede mit ihm. Um alle seine Werte zu zünden. Wenn du vorsichtig bist, gewinnen wir das Ding. Ja! Überlass das ruhig mir, Takuma. Weil ich muss ja sowieso so lange den Kampf herauszögern, bis die Kisten auf sind. Dann machst du das. Zug beenden. Dann will ich in die Richtung gucken, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Richtige. So, du bewegst dich weiter zur Kiste. Zu beenden. Ja, du guckst zur Kiste. Tentomon ist mir Schnulle. Zumindest bis jetzt. Dieses Tentomon wird jetzt sterben. Denn auch Drakmon digitiert. Drakmon digitiert zu Sangluchmon. Schlachtmesser. Zu beenden. So, du bewegst dich dorthin. Angreifen. Und was will ich machen? Will ich den Kothaufen oder will ich... Ja, wir nehmen den Kothaufen. In der Hoffnung, dass es die Verteidigung schwächt. Schade. Oh, reicht das fürs Nagelfeuer? Nee. Oh, das stört mich wirklich. Weil es klingt so realistisch, dieses Fliegengeräusch. So. Du bist dran. Hoffe ich. Was? Mein kleiner Buff reicht dafür aus, dass Agumon einfach mal schneller ist als Falcomon. Sorry, Greymon schneller als Diatrimon. Ich befürchte, ich könnte es jetzt beenden. Das kann ich nicht riskieren. Ich kann es halt leider wirklich nicht riskieren. Zug beenden. Ich kann das nicht riskieren. Ich will wenigstens eine Kiste öffnen und jetzt kann ich beide öffnen. So. Angreifen. Wehe, das lohnt sich nicht. Verlangsam lohnt sich nicht. Zug beenden. So, angreifen. Schlachtmesser, würde das zu viel auslösen? Nein, fast gar nichts. Okay, das Schlachtmesser kann ich machen. Zug beenden. Oh, Greymon ist eingefroren. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Effekt sehe. Angreifen mit dem Meteorenflügel. Panikhauch.
Panik. Ich frage mich, wie der Statuseffekt hier wirkt. Ich erinnere mich sehr, sehr genau, wie er in Story funktioniert. So. Zum Glück kann es mir nämlich scheißegal sein, ob Greymon gerade eingefroren ist oder nicht. Denn wir bringen das jetzt zu Ende. Ey, Agumon rennt halt allen leveltechnisch langsam davon. Aber ist okay. Nur so kommt man aufs Mega-Level. So, jetzt will ich mir mal kurz angucken. Verlangsamen macht wahrscheinlich gar keinen Schaden, dachte ich mir. Und der Panikhauch. Er macht 150 Schaden, fügt nicht Elementarschaden zu. Hohe Chance, Ziele zu verwirren. Das muss ich irgendwem beibringen. Ich weiß noch nicht wem, aber irgendwer lernt das. Und die hastige Banane macht wahrscheinlich schneller. Erhöht die Geschwindigkeit des Ziels stark. Wie isst man dieses Ding überhaupt? Ich hatte schon bei den Beinen Probleme. Oh, das sind keine Schaden, das sind Beine? Gott. Krass. Und irgendwie witzig. Nein! Und go. Wem sollte ich das beibringen? Den Panikhauch. Zu wem passt der lore-technisch? Ich glaube, ich möchte es gerne Lopmon beibringen. Egal, kümmern wir uns später drum. Puh. Na. Ha! Hast du das gesehen? Habt ihr gesehen, wie stark wir sind? Danke, Takuma. Du hast mir gerade echt den Allerwertesten gerettet. Allerdings. Ich teile seine Dankbarkeit. Überhaupt keine Ursache. Ich bin froh, dass ihr in Sicherheit seid. Die Illusion, von der du gesprochen hast. Hast du einen falschen Falcomon gesehen, Minoru? Ja. Er hat eine dicke Lippe riskiert. Also gab es Zoff. Du hast Falcomon geschlagen? Als ich gesehen habe, wie er mit meinem Doppelgänger um mir gestritten hat, war ich echt perplex. Genau. Dann kam der richtige Falcomon um die Ecke. Aber sie sahen völlig gleich aus und hörten sich auch noch gleich an. Aber ich habe den richtigen gefunden. Gut geraten, zugegeben. Geraten? Das war einfach nur pures Glück. Egal, hat doch funktioniert. Ehrlich gesagt, hat mich das Double mehr überzeugt. Das kann doch nicht wahr sein. Du hast den Unterschied nicht bemerkt, Minoru. Falcomon. Setz dich, du Tröte. Hast du auch nur den leisesten Schimmer, was ich mir für Sorgen um dich gemacht hab? Hey, wofür war das denn? Ich habe doch den richtigen gewählt, oder? Minoru, wie er leibt und lebt. Bei mir tut Falcomon ein bisschen leid. Hey, Takuma. Oh, du bist es, Kaito. Schön, dass es euch auch gut geht. Hier geht es nicht um mich, sondern um Mio. Hast du sie irgendwo gesehen? Mio. Ungefähr so groß. Schwarze Haare, Katzenmütze, dunkle Kleidung, ein bisschen frech. Nee, ich glaube, die habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. So ging es dir die ganze Zeit. Du musst was unternehmen, Takuma. Ja, ist okay. Ich habe nur Spaß gemacht. Jetzt beruhig dich doch mal, Kaito. Ich bin mir sicher, Mio geht es... Na, reicht es euch schon mit dem Aussetzen meines Bruders? Mio. Oh Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Du nervst total. Bleib auf deiner Seite der Höhle. Ist ja nicht so, als hättest du dir nicht auch Sorgen um ihn gemacht, Mio. Ich
Hab ich gar nicht. Leute, ihr habt euch alle gefunden. Oh Mann, da bin ich aber erleichtert. Oh, ihr habt es auch alle geschafft. Super gut, so muss das sein. Wie alle scheinbar vollkommen ignorieren, dass Shuji fehlt. Oder vielleicht genießen sie auch die Stille. Du hast die Vision also auch gesehen, Minoru. Ja, ich glaube, wir haben sie alle gesehen. Es war grauenhaft. Was zur Hölle war das? Da drin konnte ich vorne und hinten nicht unterscheiden. Hat mich ganz irre gemacht. Wahrscheinlich ein feindlicher Angriff. Ich fand es nicht. Ich fasse es nicht, meine ich. Wer hätte gedacht, dass die so angreifen können? Hast du etwas Seltsames gesehen, Miu? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Du machst dir viel zu viele Sorgen, Kaito. Echt? Echt jetzt? Mann! Du bist ein Nervsack. Ich sagte doch, mir geht es gut. Ich bin das nur ich oder wechselt die Wasserstraße die Form, je weiter wir gehen? Manche dieser Wege waren vorher noch nicht da und andere sind einfach verschwunden. Meint ihr, das Gas macht das? So eine scheußliche Vision will ich nie mehr sehen. Oh, Plot Twist, die sind nie in den Tunnel gegangen. Es ist alles nur Illusion. Allerdings, wir müssen hier raus und was gegen diese fiese Braut unternehmen? Du meinst Arokinemon, oder? Trotzdem. Mist, ich kann nicht. Steffel, wo sie ist? In diesem Fall ist es wohl das Beste, einen Weg hier rauszufinden. Ich hasse die Vorstellung, dass wir hier kneifen. Aber du hast schon recht. Sie haben Shuji wirklich komplett vergessen. Der Ausgang ist gleich hier vorne. Wenn wir uns also entschieden haben, schlag vor... Warte mal kurz. Sind alle da? Fehlt da nicht wer? Mal sehen. Oh, Shuji! Oh je. Der sah aus, als würde er durchdrehen. Das ist hoffentlich nicht passiert, aber... Wir müssen ihn sofort suchen. Schnell! Wir gehen alle zusammen. Erkundung. Oh oh. Ich kann es verkacken, oder? Ich glaube, ich kann das verkacken. Und dann ist Shuji tot. Es wäre schlecht, wenn wir wieder getrennt würden. Das müssen wir zusammen schaffen. Sind wir nicht in Eile? Dann sollten wir uns aufteilen und ein größeres Gebiet abdecken. Stimmt. Wir können Shuji in dem Zustand nicht allein lassen. Wir müssen ihn finden. Ja, aber... Schon in Ordnung. Wenn noch ein Schwindler auftaucht, können wir ihn selbst erledigen. Na schön. Dann teilen wir uns auf und suchen nach Shuji. Jetzt liegt es an euch, Leute. Kamera. Jetzt wäre ich nicht derjenige, der Shuji findet. Nach links gehen, nach rechts gehen. Wie gesagt, always turn left. Immer nach links. Oh nein. Hier ist Minoru. Hey Minoru. Wie läuft es da drüben, Minoru? Ich habe nichts gefunden. Was ist mit dir, Takuma? Nichts. Naja, wenn wir zusammen weitersuchen, finden wir ihn bestimmt bald. Ja, es bringt nichts, jetzt aufzugeben. Ich suche woanders weiter. Na klar, ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Das überlasse ich dir. Ist da irgendwas im Wasser? Oh oh. Im Wasser? Was ist das? Ein stachelnder Eiferkristall. Da ist was im Wasser. Was zur...
Ist das eine Puppe oder so? Das ist eine Actionfigur. Takuma, ich bitte dich. Eine Puppe. Gehört dir was, Shuji? Was? Hey, Takuma, das ist... Was macht meine Actionfigur an so einem Ort? Ist es deine? Oh, das ist noch viel weirder. Oh, das ist deine, Minoru? Hier, bitte. Oh, danke, Mann. Was denn? Irgendein Totem. Das ist eine Actionfigur aus einer Superheldenserie, die vor meiner Geburt lief. Ich bin mir sicher, dass sie zu Hause auf meinem Schreibtisch lag. Ist sie dir wichtig? Sie ist das Erste, was ich von meinem Papa bekommen habe. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, könnte das der Anfang von allem gewesen sein. Bitte was? Danke, dass du sie aufgehoben hast, Mann. Okay. Sehr mysteriös. Und das meine ich ernst. Es verwirrt mich gerade. Weil wie kommt das hierher? Was hat das zu bedeuten? Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe so einen Schiss, dass ich durch irgendeinen dummen Zufall gespoilert werde bezüglich dem Ende. Das meine ich wirklich ernst. Ich habe richtig Bammel. Aber ich will das Spiel halt auch nicht durchhetzen, deswegen will ich beim Digi-Dienstag bleiben. Es sei denn, es kommt mal was dazwischen und ich will dann den Digi-Dienstag irgendwie nachholen. Aber das sollte in den nächsten Wochen erstmal nicht der Fall sein. Könnte im Dezember nochmal passieren, aber mal gucken. Dezember ist Dezember und im Dezember ist sowieso nochmal alles anders. Da kann ja Zeitplan nochmal komplett vollwuchern oder nicht vollwuchern. Egal, ich schweife ab. Oh, Takuma, guck mal, da drüben. Ist das nicht Shuji? Du hast recht. Und Lopman ist bei ihm. Sie sind auf der anderen Seite der Wasserstraße. Wir müssen einen Weg herumfinden. Hey, Shuji! Lopman! Ich, Papa. Shuji! Das Gas wirbelt um Shuji und er schaut sich eine Vision an. Wir müssen uns beeilen, Takuma. Das sieht ganz schön gefährlich aus. Ja, du hast recht. Wir müssen auf die andere Seite. Könnt ihr in dem Notfall nicht einfach durch... Oh, schön, er ist weg. Man hätte doch jetzt einfach durch dieses Wasser, sieht nicht sehr tief aus, warten können, oder? Okay, ich muss kurz scannen. Finde ich hier noch irgendwas? Was ist das? Einstachelnder Eiferkristall. Okay. Geradeaus gehen, verzweigter Weg. Nach rechts gehen. Ich will jetzt mal nach rechts gehen, weil da war Shuji. Aoi, hast du Shuji gefunden? Nein, noch nicht. Tut mir leid. Du musst dich nicht entschuldigen. Aber wir sollten uns lieber beeilen. Ich suche woanders weiter. Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile hier. Okay. Nanu, ich glaube, ich habe irgendwas im Wasser gesehen. Oh nein, sie haben alle so einen Gegenstand. Kann das sein? Was ist bei ihr? Was, so eine CD? Oh, Takuma, das ist... Nein, wie konnte... Was macht die an so einem Ort? Ist das deine Aoi? Ja, siehst du? Da ist ein Aufkleber mit meinem Namen drauf. Oh ja, hier, bitteschön. Danke. Was denn? Das funkelt aber... Das ist eine CD von einer Rockband, die mir mein Vater geschenkt hat. Schon wieder der Vater. Er hat mir auch andere Musik empfohlen, aber irgendwie mochte ich nur diese Songs. Ist sie dir wichtig?
Naja, das ist meine Lieblings-CD. Fürchte nicht den Weg, den du gehst allein. Wer dich aufhält, wird zu Stein. Das ist bei mir hängen geblieben. Ich weiß, das klingt irgendwie düster. Tja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall vielen Dank, dass du sie gefunden hast, Takuma. Mysteriös, mysteriös. Nach rechts gehen. Hallo, Saki. Saki, hattest du da drüben Glück? Nein, ich habe nichts gefunden. Wo könnte er nur stecken? Wir müssen einfach weitersuchen. Keine Sorge, wir finden ihn ganz bestimmt. Ich suche woanders weiter. Okay, ich sehe mich hier noch etwas um. Klar, nur zu. Nanu? Ist da irgendwas im Wasser? Oh, bitte, bitte lass ich nicht wieder was von ein Geschenk deines Vaters sein, was nicht hier sein sollte. Was ist das? Ein Papier? Oh, das ist der Name eines Krankenhauses bei uns in der Nähe. Sie hat Krebs, oder? Moment mal, steht hier Sakis Name? Nein! Saki? Hast du das gesehen, Takuma? Ich meine, der Name stand da drauf, aber... Okay, das ist gar nicht mal schlecht. Was ist hier los? Streitet ihr euch? Nein, überhaupt nicht. Takuma hat sich nur wie ein Perverser verhalten. Was? Sorry, das hat er zwar wirklich schon ein paar Mal jetzt in den letzten Streams, aber diesmal wirklich nicht. Was? Nein, habe ich nicht. Wow, was für ein Perverser. Oh mein Gott, sie betreibt Gaslighting. Perverser, Perverser. Perverser, Perverser. Aufhören. Ich schwöre, das bin ich nicht. Sie ist der Frage ausgewichen. Ich stelle sie nochmal, wenn der Zeitpunkt besser ist. Besser nicht. Ich meine, sie hat das schon clever gelöst, muss ich zugeben. Zwar nicht sehr elegant, aber mit dem Publikum hat es funktioniert. Wir sollten nicht weiter nachfragen. Sie ist offenbar schwer krank. Okay, zurückgehen? Habe ich noch eine andere Wahl? Nee, ich muss zurück, okay. Shuji führt uns zu allen Leuten hin. Nach rechts gehen, ich muss wieder zurück. Zu dem Punkt, wo ich eine Gabelung hatte. Und das müsste jetzt hier kommen. Weil vorhin bin ich rechts abgebogen. Nach links. Oh, ich habe nach links übersehen. Ich habe meine Regel gebrochen. Immer nach links gehen. Habe ich voll übersehen. So, wer ist es hier? Minoru. Ne, hier waren wir schon. Okay. Nach rechts gehen. Dann müssen wir jetzt geradeaus. Dann habe ich doch nicht übersehen, aber bin ich meiner Regel gefolgt. Aber merkwürdig, dass dieses Mal nicht da stand, zurückgehen. Dann bleibt mir jetzt nur nach vorne, nur geradeaus. Ich würde wirklich gerne aus dem Tunnel kommen heute, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich meine, wir sind schon bei halb. Bis 23 Uhr möchte ich ungern machen. Oh mein Gott. Sind wir draußen? Wo könnte Shuji wohl stecken? Yo, Takuma! Minoru, Leute! Ich habe Shuji nirgendwo gefunden. Oh nein, aber mir fällt gerade was auf. Immer wenn wir benebelt wurden, wurden wir doch zurückgeschickt. Und ich bin einfach weiter nach vorne gelaufen. Ich hätte wahrscheinlich, um Shuji zu retten... Oh, Shuji ist tot, oder? Ich weiß, ich mochte ihn nicht, aber ich möchte deswegen ja auch nicht gleich, dass er stirbt. Vor allem tut es mir um Lopmon leid. Ich auch nicht. Irgendwie hat niemand ihn gesehen. Nur hier haben wir noch nicht gesucht. Huch,
Meine Actionfigur verschwindet. Oh, meine CD auch. Nein, meine Dokumente. Boah. Was? Waren das etwa alles Illusionen? Was für ein Labertrick. Und warum? Visionen, verstehe. Deswegen konnte man sie nur mit der Kamera sehen. Offenbar waren das alles wichtige Dinge von zu Hause. Da ist er. Oh, guck mal da. Das sind Choji und Lapman. Stimmt. Hey, Choji. Choji. Yo. Bist du taub oder was? Choji. Hey, Choji. Oh, er ist Blair Witched. Choji. Choji. Kann er uns nicht hören? So weit sind wir doch gar nicht weg, oder? Hey, hat er nicht irgendwie einen wackeligen Gang? Geht er noch weiter rein? Hey, Mann. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Du hast recht. Los, Leute, wir müssen hinterher. Scheiße. Kann ich doch mal was zu... Das erinnert mich jetzt richtig krass an Rio. Choji. Er antwortet nicht. Hat er mich vielleicht nicht gehört? Offenbar kann er Lappen auch nicht hören. Vielleicht sollte ich näher ran. Choji, alles okay? Ach, du bist es, Takuma. Gott sei Dank haben wir dich gefunden. Bist du noch nicht... Du bist doch nicht verletzt, oder? Nein. Nein, mir geht es gut. Alles in Ordnung. Sicher? Du schwitzt wie ein Schwein und bist leichenbass. Choji. Halt die Klappe. Kommt mir ja nicht zu nahe, ihr Monster. Ich habe Angst. Was sind das für Viecher? Lasst mich in Ruhe. Hat Choji vielleicht eine längere Vision gesehen als wir? Falls ja, würde das seine Reaktion erklären. Er war schon von Anfang an so. Die Vision mag furchtbar gewesen sein, aber die Erinnerung ist noch schlimmer. Entschuldigung, ich war kurz nicht bei Sinn. Jetzt geht es mir besser. Ja, mir geht es gut. Da keiner von uns geopfert wurde, können wir jetzt nach Hause. Es ist nur Rio. Ich mag zwar ein Angsthase sein, aber jetzt geht es mir gut. Keine Sorge. Aber geht es mir wirklich gut? Vielleicht stimmt ja was mit mir nicht. Mach dir keine Sorgen, Choji. Wir sind gut klargekommen, bevor du aufgetaucht bist. Verstehe. Ja. Wer braucht schon jemanden wie mich? Ups. Habe ich gerade alles noch schlimmer gemacht? Eindeutig. Weißt du wirklich nicht, was du sagen darfst und was nicht? Ich weiß zwar, dass du ihn aufheitern wolltest, aber das war weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Tut mir leid. Ich glaube... Oh, das war bayerisch. Ich glaube, er hat den Verstand verloren. Behalt ihn besser im Auge, Kaito. Den Verstand verloren? Meinst du, bei ihm sitzen ein paar Schrauben locker? Ja. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Das liegt wohl an ihm. Also, können wir nichts machen? Hey, wir reden also mit jemandem, der mehr über diese Welt weiß, mit dem Feind, ja? Ganz genau. Hä? Hab ich jetzt was verpasst? Was ist das jetzt für ein Themenwechsel? Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ich sage das zwar nur ungern, aber Arukenimon hat als Einzige wirklich zugehört. Garurumon steigt das Blut direkt in den Kopf und er dreht völlig durch. Dann hört er wieder weder auf Freund noch Feind. Arukenimon scheint die bessere Wahl zu sein. Ja, ich habe etwas gespürt. Intelligenz? Die braucht man für so eine Unterhaltung. Aber die wollen unbedingt Kinder opfern. Wie können wir sie zum Reden bringen? Die Mistkerle betrachten uns nur als Opfer, oder?
Du glaubst, die würden einem Haufen Opfer zuhören? Sehe ich das richtig? Nein. So habe ich das nun gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Nee, eher nicht. Deshalb müssen wir ihnen den Ton angeben. Du klingst ja wie ein Gangster. Ich bin mir sicher, wir kriegen eine einfache Unterhaltung hin. Ja, genau. Aber Mio. Was machen wir nun? Was machen wir nur? Wir müssen versuchen, miteinander zu reden. Nur so können wir einen Kampf vermeiden. Habe ich was verpasst? Warum ignorieren wir jetzt wieder Shuji? Aber diese Typen sind wohl kaum scharf auf ein Pläuschchen. Es wird wohl ein Kampf. Andererseits wissen wir nichts über sie. Wir können nicht sicher sein. Ha. Huh. Vielleicht sollten wir uns für den Kampf bereit machen, mit ihnen reden, sie treffen und weitersehen. Sie treffen und weitersehen. Wir sollten uns erst entscheiden, wenn wir sie gefunden haben. Wir wissen ja schließlich gar nichts über unsere Gegner. Tun wir nicht. Diese Typen stehen darauf, Menschenkinder zu opfern. Ja, aber scheinbar um ihre Welt zu beschützen. Also so hat es Gigimon ausgedrückt. Vielleicht haben wir irgendwelche Umstände übersehen. Umstände? Und was genau rechtfertigt es, Kinder wie ein Stück Fleisch darzubieten? Nichts. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir gleich auf Kampf gehen, haben wir vielleicht eine Chance vertan. Weil, wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir bis zum Tod. Ich meine... Also, müssen wir da mit gewetzten Messern rein? Wenn wir gar nicht wissen, was bei ihnen abgeht? Das stimmt wohl. Mir sagen beide Pläne zu, Takuma. Aber vielleicht sollten sich alle für einen entscheiden. Jeder sagt was anderes. In dem Zustand können wir gar nicht, ganz sicher keine Unterhaltung führen. Das stimmt. Hey, Shuji, willst du gar nichts dazu sagen? Hör auf! Ich habe dir doch gesagt, du sollst wegbleiben! Ich bin so... Ja, ich halte das nicht mehr aus. Der Quatsch macht mich ganz krank. Shuji? Was ist denn? Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe! Ja. Papa, du hast dich, ich. Was ist mit dem los? Er stirbt. Keine Ahnung, aber... Es sieht nicht gut aus, oder? Was zur Hölle? Er glotzt die Luft an und führt Selbstgespräche. Genauso war es bei Rio. Hör auf. Bitte hör auf. Ich flehe dich an. Oh, scheiße. Alter Falter, ist er schnell. Er ist alleine los. Verdammt! Wer spaltet uns denn jetzt, Wir müssen ihm folgen. Shit. Ey, das kann ich so nicht stehen lassen. Hey, Leute, ich habe Shuji gefunden. Du hast mich erschreckt. Boah, was zur Hölle? Was ist los, Shuji? Was redest du da? Siehst du das etwa nicht? Ich sehe gar nichts. Da drüben. Wie könnt ihr so ruhig bleiben? Da ist gar nichts, oder? Nein, da ist nichts, aber... Was ist los? Stimmt etwas nicht mit dem? Macht mir Angst. Hey, Kato, ich glaube, er ist am Ende seiner Kräfte.
Ja. Hey, Takuma. Ja? Warum sprichst du so leise? Dragmon meinte, dass Shuji vielleicht den Verstand verloren hat. Das denke ich auch. Ihr solltet nicht so über ihn reden. Ihr habt wahrscheinlich recht, aber ihr solltet nicht so über ihn reden. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen etwas unternehmen. Das reicht. Ich muss hier weg. Shit. Er wird sterben. Was zur... Was ist los? Meine Güte. Beruhig dich, Shuji. Du bleibst hier, Mio. Hey! Hey! Behandle mich nicht wie ein Kind! Na los! Machen wir es erstmal, was Kaido sagt, Mio! Wäre es nicht besser, ihn in Ruhe zu lassen? Nein! Also zumindest nicht unbeaufsichtigt. Unbeaufsichtigt, das ist das Wort. Nicht unbeaufsichtigt, das ist gefährlich. Du hast recht, aber war das da gerade? Das ist doch nichts, oder? Nein, was zur Hölle? Ich höre es nicht mehr. Ich sehe und höre nichts mehr. Es nicht mehr. Was zur Hölle war das? Noch eine Vision. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, kenne ich diese Stimme. Ha! Arukenimon! Das war eindeutig Arukenimons Stimme. Jetzt, wo ich das weiß, geht es mir besser. Ich werde dieser Vision nicht meinen Kleinbeinen geben. Oder vielleicht. Vielleicht habe ich jetzt gerade eine Vision. Oh Mann. Was stimmt jetzt? So kann es nicht weitergehen. Mein Vater wäre schrecklich enttäuscht von mir. Als Anführer muss ich verhindern, dass jemand geopfert wird. Wenn ich kann die Erwartung meines Vaters erfüllen. Diese Erwartung gehört nur mir. Mit dieser Geschichte wird jede Aufnahmeprüfung an der Uni ein Kinderspiel. Dann kann ich auf genauso eine gute Uni wie mein großer Bruder. Dann muss Papa mich loben. Ja. Deshalb darf ich hier nicht sterben. Ich werde der Vision standhalten. Aber ich... Sie halten mich für einen Nichtsnutz. Nein, ich bin gut. Ich... Shuji, was ist mit dir? Ja. Der Vision standhalten. Das werde ich. Immer. Ah. Wow. Er ist wieder weggelaufen. Was zum Teufel geht hier vor? Er wirkt ganz wackelig auf den Beinen. Shuji, bitte komm zurück. Shuji! Offenbar hört er uns nicht. Was sollen wir tun? Wir können ihn nicht einfach sich selbst überlassen. Ihm nach. Mehr Starlight, ne? Halt, wir scannen erstmal. Es gibt nichts zu scannen. Okay, ihm nach. Ey, der ist so gut wie tot. Oh, das ärgert mich. Come on, Shuji. So ein verrücktes Lachen haben wir das letzte Mal bei einem Tod. Oh, scheiße. Haben wir irgendwelche Anzeichen? Nein. Oh, doch. Da war was. Bitte die Aufnahmeprüfung von Shujis Unitest. Uni-Dingsbums. Vielleicht hier? Oh, das ist... Oh, das ist ja mein Ding. Meinst du? Ich glaube schon. Okay. Dann nehmen wir es erstmal mit. Hä? Seit wann kommentieren die denn? Oh oh. Okay, dann sprechen wir mit Kaito. Hey Takuma, ich habe Shuji gesehen. Moment, wirklich? Ja, da drüben Beeilung. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Wir müssen ihn finden und zwar schnell. Alles klar. Come on, das schaffen wir. Was soll ich nur tun? Du bist auch okay, Nimon. Was willst du? Leute,
Der Feind, Arokenimon. Leute. Ach, du armes Ding. Hast du gar nicht bemerkt, dass du von der Gruppe getrennt wurdest? Ich muss. Oh ja, reden. Ich will mit dir reden. Du bist intelligent, oder? Lass uns reden, okay? Nun ja. Wenn du darauf bestehst, dann schieß mal los. Großartig. Statt gegen uns zu kämpfen, wollt ihr uns also lieber zurück in eure... Wollt ihr lieber zurück in eure Welt, ja? Ja, ganz genau. Wir wollen nur heil wieder nach Hause, mehr nicht. Wir wollten keinem von euch wehtun. Wenn das so ist, kann ich euch wohl heimkehren lassen? Oh oh. Wirklich? Allerdings. Scheiße. Ich will dafür eine Gegenleistung. Klingt doch vernünftig, oder? Du kannst alles von mir haben. Sag einfach, was du willst. Wir brauchen ein Opfer. Ein einziges reicht schon. Du hättest ihr nicht sagen sollen, dass sie alles von dir haben darf. Gebt uns einfach einen von uns. Wirklich? Nur einen? Fuck. Shuji! Nur einen, richtig? Richtig, Arokenimon. Ist Arokenimon da, Shuji? Wo genau? Hier ist niemand. Oh je. Der Typ ist total durchgeknallt, was? Wenn Arokenimon nicht hier ist, mit wem redet er da? Ich muss mal kurz was nachgucken, weil ich glaube, wir haben gerade ein Schlupfloch gefunden. Es gibt doch ein... Gibt es keinen Titel mit Arokenimon? Weil ich habe gerade, ich habe nämlich die Idee, nee, schade. Shit, dann müssen wir weitermachen. Wenn Arokenimon nicht hier ist, mit wem redet er dann? Er muss wieder eine Vision haben. Komm wieder zu dir, Shuji. Nur ein, wen nehme ich? Nein, das kann ich nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Hey, wohin gehst du? Ich weiß. Wir nehmen mich. Das geht doch, oder, Arokenimon? Shit. Eben nach. Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Ja, hinterher, Leute. Scheiße. Antworte mir, Arokenimon. Ich bin das Opfer. Nimm mich. Ich bewundere zwar deinen Mut, aber willst du das auch wirklich, mein lieber Junge? Du bist ein Feigling. Du hast keinen besonderen Gerechtigkeitssinn. Findest du nicht? Du hast nur Angst und willst hier weg. Du würdest lieber jemand anderen opfern. Stimmt das nicht? Kein Zweifel. Er hat schon wieder eine Illusion. Ganz allein. Genau. Genau das will der Feind. Dieser Geruch. Das ist Arokenimon. Shuji hat eine Vision von Arokenimon. Warum war mir das nicht gleich klar? Ich dachte schon, dass es etwas faul ist. Diese Doppelgänger haben ihn zurzeit nur Zeit verschafft. Arokenimon hat es von Anfang an auf Shuji abgesehen. Sie hat ihn von uns weggelockt und ihm diese Vision gezeigt. Er halluziniert die ganze Zeit, ohne dass wir es bemerkt haben. Shuji, bitte warte auf mich. Oh hey, Lopmon ist alleine weggerannt. Ihm nach. Wir müssen Shuji retten. Lopmon ist hinter ihm her. Wenn wir ihm folgen, können wir
sie sicher noch einholen. Ja, lock mal kurze Beine, das schaffen wir. Nein, ich will alle retten. Mehr will ich nicht. Dann ist mein Vater endlich stolz auf mich. Noch stolzer als auf meinen Bruder. Ja. Also gut. Wenn du das wirklich willst, dann überlassen wir ihm doch die Ehre. Nein, nicht das. Geh weg. Siehst du? Jetzt zeigst du ein wahres Gesicht. Du hast Angst vor dem Tod, nicht wahr? Ich gehe davon aus, die meisten Menschen haben Angst vor einem gewaltsamen Tod. Nein, natürlich habe ich das. Werde das nicht. Nein, ich will nicht sterben. Nicht an solch einem Mord. Nein! Schon gut, Shuji. Ich beschütze dich. Hoppla. Tut mir schrecklich leid, mein Lieber. Ich fürchte, du kannst hier nichts mehr tun. Du wirst mich nicht besiegen. Ernsthaft? So willst du mich beschützen? Mach mir keine falschen Versprechungen. Du nutzloses Ding. Und kämpf besser. Wenn du besser kämpfen könntest, setze ich nicht in diese Klemme. Du kannst dich nicht mal entwickeln. Vielleicht wärst du etwas zu etwas Nutze, wenn du das könntest. Ja. Dann könntest du unsere Feinde besiegen. Wenn du das könntest. Feinde. Alle, die auf mich herabsehen. Du musst sie alle vernichten. Sogar meinen Vater. Und meine Bruder. Alle. Ich. Warum? Warum bin ich so ein hoffnungsloser Fall? Bin ich das wirklich? Du Arschloch! Oh oh. Lopmon reicht's. Ich wollte gucken, ob ich gerade was finde, wo ich jetzt den Stream wenden kann. Aber das müssen wir jetzt noch sehen. Was ist das für ein schwarzer Nebel? Kommt der aus Lopmon? Das ist übel. Übel? Was meinst du damit? Keine Ahnung, aber ich weiß einfach, dass es übel ist. Erstmal müssen wir Shuji aufhalten. Wenn alle von uns ihn zurückhalten, dann vielleicht... Bis hierhin und nicht weiter, meine Lieben. Arukenimon. Das Unterhaltungsprogramm geht gleich los. Seid brave Kinder und bleibt, wo ihr seid, ja? Auf gar keinen Fall. Wenn du nicht aus dem Weg gehst, machen wir dich eben platt. Dein primitives Gegrunze ist immer noch dasselbe, wie ich sehe. Omega Sidramon! Bin ich jetzt dran? Noch einer? Aber wir kriegen das doch zusammen hin, oder? Und ob? Ich werde auch kämpfen. Jo, hilf mir mit, Miu. Nervtöten. Jeder einzelne von euch. Noch nervtötender wäre nur, wenn ihr sterben würdet. Spielt schön, Mega Sidramon. Aber nicht ganz erledigen, ja? Alles klar. Hey, würdest du etwa hier herablassen?
Zeit für eine Tracht Prügel, was? Hohoho. Bitte, tut euer Bestes. Ihr alle und dann auch der Junge da drüben verdoppeln den Spaßfaktor für mich. Wir müssen richtig aufdrehen, Leute. Den Kerl umhauen und Shuji retten. Auf geht's, Agumon. Ja. Nee, okay, shit. Shit, ich wollte das als Cliffhanger nehmen. Keini, okay. Wir nehmen dich und wir nehmen dich und wir nehmen dich. Ich habe jetzt keine Zeit hier irgendwie. Ich will das so schnell wie möglich beenden. Weil es ist bis jetzt der längste Digi-Dienstag. Und das war so nicht geplant. Aber ich habe echt keinen guten Ausstiegspunkt gefunden. Ich will nur kurz gucken, gibt es hier noch irgendwas? Da ist eine Kiste, aber ich muss jetzt darauf verzichten. Ich muss jetzt dummerweise auf die Kisten verzichten. Angreifen. Nee, ich will nicht angreifen. Ich will digitieren. Sofort digitieren. Falcomon, digitiert zu Diatrimon. Ja, okay. Wie gesagt, ich will jetzt nicht... Ich verzichte auf die Items, die unter Umständen richtig gut sein könnten. Kann ich mit irgendwie mir sprechen? Nein, okay. Aber ich will es halt wirklich... Streng dich bei diesem Kampf nicht an. Denn dieser Kampf wird gezwungen abgebrochen. Ah, spar dir viel auf. Okay, okay, okay. Das habe ich jetzt einen Zug zu spät gesehen, aber danke für den Hinweis. Dann kann ich die Kisten einsammeln. Hätte ich zwischen den Kämpfen die Möglichkeit, Cliffhanger-mäßig den hier zu speichern? Kisten sind egal, du hast nur zwei Runden. Ach, okay. Dann ist er jetzt quasi vorbei. Dann bewege ich mich einfach mal. Soll es mir aufsparen? Okay, dann spare ich es mir auf. Ach so, heiliges Wasser. Bringt mir nichts. Okay, zu beenden. Dann ist wieder das nach dem Kampf. Also quasi der Kampf wird jetzt unterbrochen, aber ich habe dann keine Möglichkeit zu speichern, sondern es geht dann direkt weiter in die Fortsetzung dieses Kampfes. So verstehe ich dich jetzt. Und da ist Falcomon tot. Genau, dann erst kannst du speichern. Shit. Aber das war für mich tatsächlich heute eine sehr, sehr spannende Folge. Auch wenn sie extrem lang ist. Ich habe keinen Punkt gefunden, wo ich hätte abbrechen können. Wart's ab. Okay, Zug beenden. Schön, vor allem, dass Falcomon schon wieder down ist. Bewegen. Ich sollte vielleicht dann erstmal zurückziehen. Tut mir leid. Wir halten uns mal ein bisschen zurück. Mit Falcomons Tod rechne ich eigentlich jeden Kampf, in dem er beteiligt ist. Aber Agumon? Töten wir zumindest das Betamon noch. Mega-Sidramon muss man ein... Achso, also muss ich trotzdem kämpfen.
Also ist es nicht nach zwei Runden durch, sondern ich muss ihn zweimal angreifen. Nee, okay. Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich kommt jetzt die dunkle Digitation von Lopmon. Los! Du musst dich entwickeln. Wir zeigen denen, was, dass wir keine Nichtsnutze sind. Lass das, Shushi. Das tut weh. Und ich habe Angst. Ich mag das nicht. Ich habe hier die Schmerzen. Mir tut der Fuß schon weh vom Zutreten. Ich habe Angst, weil du dich nicht entwickeln kannst. Das ist alles deine Schuld. Du bist schuld, dass sie mich ein Nichtsnutz genannt haben. Wird Lopmon Shuji etwa töten? Hey, was ist das für ein schwarzer Nebel? Keine Ahnung, aber ich weiß einfach, dass das übel ist. Tu das nicht, Lopmon. Lopmon. Ich weiß, ich sollte mich nicht darüber freuen, aber... Yes! Lange nicht gesehen, alter Freund! Ich habe es in guter Erinnerung durch Digimon, der Film. Tut mir leid, wenn ich jetzt die Stimmung ruiniere, aber... Ich auch nicht, aber ich freue mich! Ich freue mich! Also, viele Streamer haben es nicht erwartet. Ich habe es auch nicht erwartet. Aber ich freue mich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dieses Digimon jemals wieder benutzen, weil... Nicht das. Okay, dann wird es wirklich Shuji töten. Dieses miese Gefühl kann nur eines bedeuten. Nichts Starkes oder Vertrauenswürdiges. Diese seelenlosen Augen. Die Geräusche. Er gerät außer Kontrolle. Du hast es geschafft. Ich wusste es doch. Zeig ihnen, dass ich kein Nichtsnutz bin. Er hat sich verwandelt. Ist das eine Digitation, Dragmon? Das ist Wendigomon. Weg der Kreator. Das wird gefährlich. Wahrscheinlich hat sich Lopmon dazu verwandelt, weil Shuji so wütend ist. Das ist gar nicht gut. Wir kommen nicht zu ihm durch. Oh, sie verbünden sich. Nee, doch nicht. Oh, ich liebe es. Alter. Es hat so einen riesigen Gegner mit einem einzigen Schlag besiegt. Ja, genau so. Vernichte alle Schurken, die auf mich herabsehen. Oh nein, lauf weg! Huch, warum kommst du hierher? Halt, stopp! Erkennst du mich nicht? Das wird nicht lachen, aber... Ich hab's auch geahnt. Ich hab sowas geahnt. Als der schwarze Nebel auftrat, habe ich mir schon sowas gedacht. Es. Es hat Shuji gefressen. Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein.
Essen ist fertig. Und weg ist er. Tada! Zu euch komme ich das nächste Mal. Was, ein Bäuerchen? Halt das Maul! Mein Hals tut weh! So weh! Ah, helft mir! Zerstören! Alles zerstören! Oh nein! Jetzt schaut es uns an! Der Rest von uns ist in Gefahr. Aber können wir wirklich kämpfen? Gegen Lobmon? Nein, keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Wir können uns noch nicht selbst schützen. Wir müssen kämpfen. Auf geht's, Leute! Das Merkwürdige ist, warum lebt es noch? Hätte es nicht mit Shuji sterben müssen? Und auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, ich weiß, es ist Victim Blaming. Aber irgendwie ist er selber schuld, dass er gefressen wurde. Er hat Lobmon immer wie Scheiße behandelt. Immer. Egal, was Lobmon gemacht hat. Ob Lobmon nichts gemacht hat, ob Lobmon ihm zugesprochen hat, ob Lobmon erschöpft war. Er hat immer zur Sau gemacht. Und Lobmon hat immer versucht, da zu sein. Er hat Lobmon seelisch und körperlich misshandelt. Und Lobmon hat es einfach nicht mehr ertragen. Und das bricht mir das Herz. Dass Lobmon hier noch drin steckt. Dass Lobmon hier noch aufgeführt wird. Und gleichzeitig muss ich gestehen, habe ich gerade so ein Undertale-Gefühl. Das heißt, wenn ich lange genug durchhalten würde, könnte ich Lobmon vielleicht noch retten. Aber ich weiß nicht, ob das Zeitverschwendung wäre. Weil es ist wirklich, wirklich spät. Agumon stirbt? Das ist neu. Oh, kriegen wir die Ultradigitation? Kriegen wir jetzt etwa wirklich noch eine Ultradigitation? Okay, das Ziel war... Nein, du kannst es nicht mehr verhindern. Du musst es besiegen. Vielen Dank für die Klarstellung. Ich hätte es auch versucht, weil ich glaube, es passt nicht zum bis jetzigen Finesse des Spiels. Aber ich finde krass, dass da eiskalt jetzt stand. Agumon stirbt und es ist vorbei. Alle anderen sind egal, aber wenn Agumon stirbt, ist es aus. Aber deswegen machen wir mal... Wir reden mal direkt mit Agumon, damit Agumon schnell vorankommt. Das muss ich... Vergiss mich nicht, Mann! Das muss ich jetzt noch zu Ende bringen. Ich zähle auf dich, Minoru. Und wenn du dich fragst, warum es nicht weggeht, es hat Shuji gefressen, ist jetzt aber mit ihm verbunden. Da müsste gleich eine kurze Szene kommen, wo man das ahnen kann. Oh, weil es ihn gegessen hat, ist er jetzt sprichwörtlich ein Teil von ihm. Oh, ich liebe es, aber ich liebe dieses Digimon. Halt alleine, weil es halt irgendwie so... Ich liebe wirklich dieses Digimon, Wendigomon, auch wenn es im Digimon-Film fälschlicherweise Kokomon genannt wird. Aber es war da so cool, wie es immer gesagt hat, geh zurück, geh zum Anfang zurück. Oh mein Gott, das ist der Plot-Twist. Das wird, wenn es das jetzt sagt, und ich weiß, du hast von Anfang an mir immer schon gesagt,
Das Spiel muss man zweimal durchspielen mit dem New Game Plus. Und das wäre jetzt so ein krasser... Das wäre ein krasses Easter Egg. Wenn Lopmon bzw. Wendigomon das Digimon ist, was einen darauf hinweist, dass man so alles bessern kann, indem es sagt, geh zum Anfang zurück. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß, es ist zu viel verlangt, aber bitte, bitte, bitte. Mir wurde heute schon Wendigomon geschenkt und darauf hatte ich mich schon gefreut. Schenkt mir noch. Bitte schenkt mir jetzt auch noch. Geh zum Anfang zurück. Ich muss das haben. Das ist mein Wunsch des Abends. Ich weiß, es ist viel verlangt. Kann ich das Ding eigentlich kaputt machen? Ja, Tatsache. Ich will mal Tentomon kaputt machen. Kaputt. Perfekt. Er ist jetzt verwirrt, ne? Das heißt, er könnte sich selber schaden. Wir drehen uns mal... Ne, wir drehen uns mal so. Sind hier eigentlich noch Kisten? Fällt mir gerade ein. Also ich werde sie nicht einsammeln, aber ich will nur gucken. Keine Kiste. Da wäre eine Kiste. Will ich irgendwen wegschicken? Floramon vielleicht? Na, mal gucken. Dragmon... Achso, Dragmon kann erstmal nur bis hier. Ey, ich find's halt wirklich krass, dass sie sagen, wenn Agumon stirbt, ist das Ding gelaufen. Das macht mir nämlich Angst. Zug beenden. So, was wird mir denn gesagt? Champion, Virus, 1886 und 335 Mana. Alter, Werte. Kann ich mir mehr angucken. Oh, es hat einen gesteigerten physischen Angriff. Dann weiß ich, was ich machen werde. Geschwindigkeit... Es ist extrem schnell. Gut, damit ist klar, dass es immer als erstes angreift. Verteidigung. Ey, es hat halt... Oh mein Gott, sein Spezialangriff ist auch böse. Ey, das Vieh ist richtig krass. Heulender Zerstörer. Kann ich mir das... Fügt Zielen Dunkelschaden zu. Geringe Chance, Verwirrung hervorzurufen. Mittlere Chance, deinen physischen Angriff um einen Rang zu erhöhen. Geringe Chance, deinen Spezialangriff um einen Rang zu erhöhen. Alter, das ist ein Monster. Oh, Moment. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte kurz Angst, dass es die Ausrüstung hat, die ich ihm mal gegeben habe. Oh mein Gott, Dobermon könnte mir helfen. Bewegung. Wir bewegen uns erstmal. Aber nicht zu weit. Bewegen uns hier hin. Und zum Selbstschutz digitieren wir. Agumon, die geht hier zu. Greymon. Super. Weil das Problem ist natürlich, ist Greymon auch unser krassester Attacker. So. Weil sie hat doch den heiligen Knöchel. Wir haben eine Lichtattacke. Was sehr, 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 sehr gut ist. Du bewegst dich dahin. Du digitierst erstmal noch nicht. Und Floramon bewegt sich langsam zur Kiste. Was machst du nochmal? Spezialverteidigung erhöhen. Das kann ich hoffentlich aus der Ferne auch noch. Exakt. Worauf bezieht sich das exakt? Ich war leider gerade ein bisschen zu sehr im Rausch vom Kampf zu beenden. Das bringe ich heute noch zu Ende, versprochen. Nach dem Kampf ist Schluss. Bewegen. Will ich Agumon jetzt schon buffen? Ich glaube, das hebe ich mir noch auf. Ich will mir die Buffs so lange wie möglich aufheben.
Okay, wen... Kiwimon? Wo ist Kiwi... Habe ich Kiwimon vorhin übersehen? Egal, ich muss jetzt leider erstmal einen Gegenstand einsetzen. Halt unnormale Zustände des Ziels. Okay. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich die jetzt direkt neben den Feind stelle. Aber ich glaube, er hat es eh auf Agumon abgesehen. Tatsache, ich habe Kiwimon folgen. Bewegung. Ich stelle jetzt natürlich Greymon direkt auch in die Schusslinie, aber egal. Reden. Wir buffen jetzt Greymon richtig hoch. Gib alles, was du hast, Greymon. Mache ich, Takuma. Okay. Wieso kann ich es nicht direkt angreifen? Okay. Dann eben so. Mega Flamme. Oh yes, das war ein... Oh! Okay. Was ist hier los? Unsere Angriffe zeigen keinerlei Wirkung. Er stößt uns zurück. Stimmt doch gar nicht. Das ertrage ich nicht. Warum musste das passieren? Also warum das passieren musste, konntet ihr alle ganz gut sehen, aus der ersten Reihe. Wir sind doch alle Freunde. Warum müssen wir kämpfen? Das sieht übel aus. Wir werden erst den Verstand verlieren und dann sterben. Wir müssen irgendwie das Blatt wenden. Das klingt fast wie ein Weinen. Hör mal, Takuma. Er weint. Er weint? Es tut so weh. Ich habe Angst. Ich will das nicht tun. Das ist Lopmon. Lopmon weint. Was ist mit mir? Was hätte ich tun sollen? Das... Nee, das war Shuzis Stimme. Ich habe kein Recht zu leben. Ich sollte einfach verschwinden. Das stimmt nicht. Es ist gut, dass es dich gibt. Hat Shuji das wirklich gedacht? Falls ja, dann... Wir haben ihn wegen seines Alters in die Anführerrolle gezwungen. Und ihm alles aufgeheizt. Nee. Wir hatten darüber diskutiert, dass Takuma vielleicht Anführer wird. Oder Aoi. Er hat sich in diese Rolle gedrängt. Er hat immer darauf bestanden, dass der Älteste auch der Anführer sein muss. Ihr wart nur nicht energisch genug, ihn davon abzuhalten. Er hat die ganze Zeit gelitten. Und zwar unseretwegen. Nein. Das lasse ich so nicht stehen. Also von mir aus war das rechtfertigt halt nicht, wie er mit Lopmon umgegangen ist. Was nun mal der Grund ist, warum er jetzt tot ist. Gehen wir, Takuma. Wir sollten die beiden retten. Es gibt so viel, dass wir ihnen sagen müssen. Aber wir sind nicht stark genug, um durchzudringen. Ich will... Kraft. Die Kraft, dass unsere Worte sie erreichen. Oh mein Gott! Wow! Ich glaube, wir werden diese Kraft spüren. Deine Gefühle erfüllen mich mit Kraft.
Agumon! Los geht's, Takuma! Zeigen wir ihnen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind! Agumon! Ultra-Digitation zu... Und was kriege ich? Was ist das denn? Ist das ein Ultra-Level? Ich dachte, es ist auch ein Champion. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe mir zwar gedacht, dass ich nicht Metall-Greymon kriege, aber... Trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht. Diese Form. Bist du... Jetzt sollten unsere Worte ihre Herzen erreichen. Tun wir es, Takuma. Okay, ich glaube, dann habe ich den Code geknackt. Oh! Nee, ich habe nicht geknackt. Ich hätte schwören können, dass das der mittlere Weg ist. Halt von dem anderen grünen Dino zu diesem grünen Dino. Ha! Okay. Wie komme ich jetzt am besten zum WarGreymon? Also ich habe ja immer die grüne Antwort gewählt. Das heißt, die grüne Antwort war ganz klar für... Egal. Rot? Rot ist WarGreymon, okay. Die roten Antworten habe ich auch, glaube ich, mit Abstand am wenigsten gewählt. Die roten habe ich wirklich mit Abstand am wenigsten gewählt. Natürlich kann ich jetzt nicht mehr angreifen, weil ich jetzt gerade erst digitiert bin, egal. Zug beenden. Metall-Greymon ist dafür futsch jetzt für den Run, ne? So, ich muss mich jetzt mal wieder sortieren. Physischen Angriff erhöhen. Wir buffen jetzt mal Triceramon. Hey, du wirkst ein bisschen erschüchternd, Takuma. Du wirst doch wohl nicht abhauen, oder? Ja, das ist keine Option, oder? Danke, Kaito. Yep, ist er. Und hättest du den mittleren Weg bekommen, hättest du Takuma gesagt, dass er die Kraft braucht, alles zu vernichten. Ah, okay, der mittlere Weg wäre also Skullgreymon. Nein? Hättest du den mittleren... Man kriegt nicht Skullgreymon hier? Oh, jetzt bin ich richtig enttäuscht. Skullgreymon kann ja nicht werden, habe ich dir... Hattest du mir schon mal gesagt? Okay. Gut. Habe ich das verdrängt. Weil für mich gehört halt Skullgreymon genauso klassisch in die Agumon-Digitationsreihe wie Metallgreymon. Und aus was digitiert denn Skullgreymon, wenn es nicht aus Agumon wird? Beziehungsweise aus Greymon? Angreifen. Will ich angreifen? Ach, kann ich gerade gar nicht. Okay. Ich will nämlich schon mit meinem Ultra-Level das jetzt platt machen. Was ist denn? Also, tut mir leid, was ist denn das dritte Ultra-Level? Das Ultra-Level ist jetzt wurscht, sag ich mal. Weil wir haben Metallgreymon, wir haben Triceramon. Und was ist das dritte? Das in der Mitte, das Zerstörungs-Digimon? Megadramon! Ah ja! Ich vergesse gerne, dass Megadramon auch ein Ultra-Level ist. Für das Megadramon nämlich ein Champion, dann kommt Gigadramon auf dem Ultra-Level und dann halt
auf Mega-Level Machine Ramon. Okay. Fürs Mega-Level nicht weiter spoilern. Ich weiß zwar jetzt, dass ich Borgelmon über die roten Antworten kriege, aber ich will trotzdem versuchen, weiter so zu antworten, wie ich es für richtig halte. Ich weiß, ich habe sehr, sehr viel grün gewählt. Aber es ist zumindest gut zu wissen, wenn ich es manipulieren will, dass ich auf rot gehen kann. Denk nach. Denk jetzt ganz gut nach. Digitieren. Wir wollen hier keine Rookies an der Front. Hey, es ist fast Mitternacht. Das war so nicht geplant. Super, wie gesagt, ich will das jetzt mit Triceramon. Ich habe nicht umsonst jetzt das Ultra-Level gekriegt. Super. Wir kommen nie zur Kiste, oder? Und wir digitieren. Chakumon, digitier zu Shemon! Und du redest mal mit Takuma. Reiß dich am Riemen, Takuma! Das mache ich auch! Na klar, Mio. Wir behaupten uns gemeinsam. Aber das ist spannend, weil du hast ja gesagt, dass beim mittleren Weg sagt er, dass Takuma die Kraft braucht, alles zu zerstören. Das heißt, für alle drei Wege gibt es unterschiedliche Dings? Genau, okay. Eine Sache müsste ich noch wegen Shuji sagen, bevor du die Frage stellen würdest. Okay, dann schieß einfach mal los zu beenden. Oh mein Gott, Shemon verkriecht sich wirklich in die Schale zurück. Das ist cool. Oh mein Gott, ich bin jetzt schneller als... Okay, angreifen. Wir machen auf jeden Fall den drei Hörnern. Fügt Zielen Erdschaden zu und besitzt eine mittlere Chance, sie ein Feld zurückzustoßen und einschlafen zu lassen. Okay, einschlafen lassen ist eigentlich eine schöne Fähigkeit. Damit gleiche ich es aus. Aber trotzdem finde ich es irgendwie schade. Okay, wir haben es geschafft. So. Kann ich ihn retten? Nein, auch hier hättest du rein gar nichts machen können. Denn Shuji kann nur gerettet werden, wenn Ryo noch da ist und 35 Freundespunkte hat. Das geht auch hier erst im neuen Spiel Plus. Also, auch hier hättest du nichts machen können. Tatsache hätte ich das gar nicht gefragt. Weil... an dem Punkt, als ich gesehen habe, dass... Lopmon wegen dieser Tritte ausrastet und ihn frisst, habe ich mir schon irgendwie unter... Ich weiß nicht, ob ich noch gefragt habe, ob man retten kann. Ich habe es, glaube ich, überlegt, kurz, weil Lopmon noch da war, beziehungsweise, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal, Lopmon, auf jeden Fall. Aber ich habe es mir schon irgendwie gedacht, weil an dem Punkt war es klar, es war vorher bestimmt, weil Lopmon halt immer scheiße behandelt und das ist damit quasi die Quittung, die er kriegt. Um mal jetzt kalt zu erzählen. So. Das überspringen wir mal alles. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht Metallgrimmon gekriegt habe. Auch wenn ich damit gerechnet habe. Erleuchtete Runen, aha. Aber ich hätte gern noch trotzdem dieses Geh zurück, geh zum Anfang zurück. Wir haben es geschafft. Ja, es ist vorbei. Glaubst du, wir haben sie gerettet? Da bin ich mir sicher. Aber haben wir das wirklich? Eigentlich haben wir ja nur Lopmon angegriffen. Naja, es müsste ihnen gut gehen. Wir sollten zuerst nach Lopmon sehen und... Da! Da! Wieder der Nebel! Wow! Er wird immer dicker. Hey, findet ihr den Nebel nicht seltsam?
Seltsam. Der Nebel hat uns umzingelt, kommt aber nicht näher. Warte. Das ist es nicht. Er verschluckt Lappmann. Ich hab Angst. Was ist hier los? Er kann sich aussuchen, wen er sich schnappt. Wie ein Lebewesen. Ah, hey, warte! Gib Shuji wieder her, verdammt! Warte, du Depp! Du kannst ihn nicht... Das... kannst jetzt nichts machen! Denkst bloß darin fest! Geh da weg! Auf gar keinen Fall! Das kann doch nicht sein! Wahrscheinlich, wahrlich ein herrlicher Anblick. Einem Herzen beim Brechen zuzusehen, ist einfach grandios. Du warst das, oder? Ganz recht. Eine großartige Vorstellung, nicht wahr? Gib Shuji und Lopman wieder her, du achtbeiniges Drecksstück. Tut mir leid, das geht nicht. Aber Lopman tut einem schon ein bisschen leid, was? Hätte er sich nicht mit Menschen eingelassen, wäre ihm das erspart geblieben. Das ist alles dein Werk. Schluss mit dem Gerede. Wir werden dich vernichten. Ich könnte mit euch spielen, wenn ihr wollt. Nein, Schluss für heute. Da würde ich mich Arukinimo tatsächlich mal anschließen. Lauf bloß nicht weg! Misty ist weg! Träume ich? Aoi! Shuji! Lopmon! Das glaube ich einfach nicht! Hey! Was geht bitte hier vor sich? Beruhig dich. Beruhig dich einfach, okay? Ich will beruhigen! Was soll das hier? Wo ist Lopmon? Wo ist Shuji? Du warst doch da, oder? Du warst doch da, oder? Du hast doch gesehen, was mit ihnen passiert ist. Das kann nicht sein. Das kann unmöglich passieren. Habt ihr vorhin so etwas gemeint? Ich hatte nie gedacht, dass es mal so weit kommen würde. Verdammt! Die Zeichen waren da, dass es passieren könnte. Trotzdem haben wir nichts unternommen. Du hast gesagt, es würde keine Opfer mehr geben. Aber du warst der Nächste, Shuji. Oh, Shuji. Reiß dich zusammen. Aui. Du darfst jetzt nicht durchdrehen. Das wäre gefährlich. Danke. Shuji hat Lopmon nie vertraut, oder? Das ist so schrecklich traurig. Aber trotzdem hat er gesagt, dass er geopfert werden würde, oder? Shuji wollte uns einfach um jeden Preis beschützen. Ja. Wir waren zwar nie einer Meinung, aber Shuji wollte auf seine Art nur das Beste. Er hat immer nach dem sichersten Weg gesucht, damit uns nichts zustößt. Bei unseren Suchaktionen ist er immer vorangegangen und wollte uns führen. Auch mit seiner frustrierenden Art, mit uns zu reden, wollte er uns nur stärker machen. Auch wenn es jetzt so enden musste, das dürfen wir nie vergessen. Die Tatsache, dass Shuji seine Gründe hatte, um uns besorgt war, in den letzten Momenten vielleicht, aber so würde ich jetzt sagen, uns geführt hat. Hier kann ich ruhigen Gewissens Tatsache rot sagen. Die Tatsache, dass Shuji seine Gründe hatte. Und wenn Shuji an uns herumkritisiert hat, wollte er uns nur stärker machen. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wir dürfen in diesen Zeiten nicht die Hoffnung aufgeben.
Wir haben Shuji vielleicht in eine Ecke gedrängt, ohne es zu merken. Uns nur auf ihn zu verlassen, weil er älter war. Ihn in solch eine Rolle zu drängen. Okay, ich muss jetzt hier wieder leider die Stimmung ruinieren, aber das haben sie halt nicht. Sie haben sich nicht nur auf Shuji verlassen, sonst hätten sie die Schule nie verlassen, weil es war ganz klar, dass sie abgestimmt haben. Sie haben sich gegen Shuji gestellt. So, jetzt mache ich aber weiter. Das wäre nicht passiert, wenn wir alle zusammengearbeitet hätten. Du bist zu hart. Bei dir selbst, Aoi. Du machst dich nur selbst fertig. Ja, du hast recht. Hey Leute, der Nebel bewegt sich hierher. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind die nächsten Opfer. Los Leute. Kommt alle zusammen, so nah wie es geht. Mist, ausgerechnet jetzt? Wir haben nicht mal Zeit, um zu trauern. Das ist gar nicht gut. Der Nebel wird immer dichter. Bleib weg! Mio, puh, verdammt. Was? Was sollen wir machen? Ist das das Ende? Oh nein. Nicht er. Es ist der Professor, oder? Egal. Das werden wir beim nächsten Mal herausfinden, wer das ist. Für heute war es lang genug. Es ist fast Mitternacht. What the fuck? Ja. Entschuldigung, aus der Rolle fallen, aber es musste jetzt sein. Ansonsten, war das ein ereignisreicher Digi-Dienstag? Eine Sache muss ich noch loswerden. Ja, okay, dann schnell. Dann aber ganz, ganz, ganz schnell. Ansonsten muss das bis zum nächsten Digi-Dienstag warten. Sorge nur bei Kapitel 8 dazu, dass der rote Weg nicht die schlechte Zahl hat. Es muss die beste oder zweitbeste sein. Mehr nicht, das solltest du schaffen. Okay. Ja, ich glaube, momentan sollte es tatsächlich der schlechteste Weg sein. Aber okay, gucken wir mal. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dass ich vom grünen Weg wegkomme, Tatsache. Mal gucken. Ja, egal. So oder so machen wir jetzt Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat trotz der düsteren und bedrückenden Stimmung Spaß gemacht beim Zuschauen. Und nee, ich mag die Digitation wirklich nicht. Aber egal. Mit den Worten, ich mag die Digitation nicht, bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche einen fantastischen Restabend und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.